Einen schönen Abend hier auf Speedgaming Deutsch und willkommen zum Finale unseres vierten deutschen Link to the Past Randomizer Turniers. Dracarys gegen Talane. Es wird spannend in einem Standard 7-7 Random Swords. Ja, viel mehr ist es auch nicht. Normal Item Pool. Kommentieren heute meine Wenigkeit, der Rallentank hier, und ich darf an meiner Seite den Teto begrüßen. Ja, pünktlich wird die Szene mehr oder weniger auch gewechselt. Grüß dich, Rallen und alle anderen draußen. Ja, spannendes Finale auf jeden Fall. Erster Modus tatsächlich sogar relativ gut. Wir hatten ja mal so ein bisschen eine Auswahl, was vorkommen kann, was vorkommen wird. Und ich glaube, mit einem Defeat-Gannon und einem Standard-Seed machen wir nichts falsch. Green Pendant in Eastern, das ist schon wieder so. Der Bogen als Startwaffe wäre jetzt nichts Überraschendes. Ja, der Onkel gibt eine Startwaffe. Wir haben, glaube ich, 7 verschiedene Sachen zur Auswahl. Wir werden gleich sehen, was wir gleich bekommen. Wir müssen jetzt mal ganz kurz gucken, wie das jetzt hier gleich mit dem Overlay und alles noch funktioniert und mit dem Tracker. Das wird gleich kommen. 2 Crystals in Desert und den Hera oben. Wir werden also gleich eventuell kurz nochmal neu starten und alles mal eben fixen. Wir werden es noch hinbekommen. Burner-Start. Wir spielen Best of 3. Das hatten wir noch gar nicht kurz erwähnt. Die Frage, wir haben schon mal eben im Chat, hatten wir schon mal eben beantwortet. Best of 3, also wer zuerst 2 Siege hat, der gewinnt hier das vierte deutsche Randomizer-Turnier. So, was gibt's hier zu beachten im Escape? Was ist hier das Ziel? Was ist der Zweck? Naja, mit Burner wäre das Ganze relativ unangenehm, zumindest wenn man jetzt für den Standard eventuell noch Bomben farmen müsste. Mit einem Fire-Rod, den man aber wahrscheinlich schon gefunden hat, denn der ist ja von beiden ausgerüstet. Und voller Magie, die wir haben, ist das Ganze eigentlich tatsächlich angenehm. Wir müssen einmal runter bis zur Zeldas Zelle, da die Zelda natürlich mitnehmen. Und dann wieder zurück auf den Weg. Müssen wir halt hier die eine Blue Guard töten für den Key. Dann noch eine Green Guard, eine weitere Blue Guard für einen Key. Und ja, das mit dem Burner ist das halt immer so ein bisschen anspruchsvoller, ein bisschen magiefressender, denn der macht ja nur Fighter Sword Schaden. Fire Rod tötet sie alle mit einem Treffer, das ist ganz angenehm. Und ja, dann hat man halt eventuell klein wenig Reserve-Magie übrig, um vielleicht hinten raus im Escape noch die ein oder andere Bombe farmen zu können. Denn Möglichkeit gerne mitnehmen. Ja, tatsächlich sehr angenehm eigentlich, dass wir hier im Firewall die Gegner eigentlich ganz gut besiegen. Magie sparen wird dann zum Ende in der Regel immer ganz gut klappen. Man hört uns eh nicht, oder? Hört man es noch? Doch. Ah, doch. Naja, also man hört uns hoffentlich wieder. Der Restream ist noch da, man hört uns noch, das Bild kommt gleich wieder. Die Frage ist halt nur, wenn man versucht noch Bomben zu farmen, wie du es gerade sagst, und ja, wenn wir jetzt auf den Droppool achten könnten, was wir nicht mehr tun könnten, weil wir nichts mehr sehen, müssten wir halt dann gleich darauf achten, ob es irgendwie in den Kisten noch eine Bombe gibt oder ob wir noch auf dem Weg irgendwie von den Drops noch was aufschnappen können. Das sieht alles nicht besser aus, ne? Ansonsten, es gibt nachher im Back of Escape, also in diesem ganzen dunklen Bereich, gibt es noch ein paar Töpfe, da ist noch Magie drunter. Wenn man es ein bisschen reinroutet, hat man eigentlich in der Regel nochmal, also eine kleine Magie ist genau ein Firewatch-Schuss. Das würde dann an und für sich ausreichend sein. Der Burner ist ein bisschen intensiver, weil es Starten immer so eine Anlaufschwierigkeit hat und auch schon Magie kostet. Da werden wir gleich dann gucken, was die Runner so Richtung Back of Escape gleich genau machen. Wir können jetzt nur vermuten, was passiert. In der Regel sind nur wenig Truhen, die wir hier öffnen können. Also, es wäre jetzt schon eine Überraschung. Die Mutplatte haben wir sogar schon gesehen, wie es aussieht. Die gingen wir mir auch schon dran vorbei, gerade in der letzten Sekunde noch. Und dann müssen wir gleich einen Blick drauf werfen, ob wir schon eine Bombe gefunden haben, was der Pool sagt. Da hier keine Guards getötet werden, gehe ich davon aus, dass die keine Bombe im Pool haben werden. Sonst würde man, wenn die Bombe später liegt, irgendwo auf Position 6, müsste man jetzt hier halt gucken, dass man seine Drops bekommt. Und dann nimmt man ganz gerne hier die Guards mit den Töpfen einen Raum zuvor. Genau, also die Guards würde man eventuell mit anderen Waffen auch auslassen und dann einfach auf die Schlangen unten setzen. Aber dadurch, dass wir halt eben nur Burner und Fire Rod haben und relativ wenig Magie gerade, ist das nicht unbedingt gesichert, dass man da jetzt noch wieder gut durchkommt und die Bombe fahren kann. Von deswegen, ja, sieht das aus, als Talane sucht extra Magie. Wird jetzt wahrscheinlich noch versuchen, eine Ratte abzuwerfen. Kriegt keinen Drop. Ja,
Ja, ich bin immer noch der Meinung, bei den Ratten, vor allem mit dem Equipment, wenn die Bomben später, also entweder wenn das Bombenpool, den Drop-Pool, da ist dann auf jedem Drop eine Bombe nachher. Wenn das nicht so der Fall ist, dann macht es ja auch kaum Sinn, die gleich noch durchzufarmen, weil es einfach zu intensiv wird. So viel Magie wird da nicht ausreichend sein. Tolana könnte jetzt hier oben rechts sich nochmal hinstellen, was er auch tut. Da ist nochmal eine gute Handvoll. Und dann geht es dann gleich weiter zur... Und die Full Magic ist natürlich nochmal ganz nett, aber ein Indikator dafür, dass es auch keine Bombe in dem Pool gibt. Also werden wir jetzt hier noch die Ratte noch besiegen und dann eigentlich quasi rauslaufen. Für beide also ein Wiederkommen demnächst, bevorzugt mit Handschuhen. Dann kann man nämlich hier oben ins Loch reintropfen, wie man es aus den Open Seats ganz gerne sieht. Durch die Front wäre es auch in der Logik. Die Durchgänge sind immer beleuchtet mit der Lampe, auch wenn man sie gar nicht besitzt. So wie gerade eben also auch. Und wenn nachher da die Handschuhe liegen, dann wissen aber auch beide Wanner, es gab keine Bomben, hier hat keiner Bomben und wir müssten, wenn, beide das gleiche machen. Also das ist immer so ein Indiz zu wissen, hat mein Gegner hier auch keine Bomben, habe ich nur Pech gehabt. Und Talana mit einem safen Quit nach der Kathedrale direkt. Und Dracarys geht weiter Richtung Wald damit. Ja, Talana hat jetzt natürlich genug Geld, kann sich hier Bomben kaufen. Das ist halt ein großer Vorteil, den er momentan hat. Eastern ist auch ein Pendant, könnte man eventuell dippen. Kann auch nur erstmal Sahasrala auschecken. Dracarys hier auf dem Weg nach Kakariko hat zwar auch das Geld, um Bomben zu kaufen, trotzdem idealerweise würde er gerne hier aus dem Tree Pulse oder der Buschkram Bomben kriegen und kriegt sie auch, damit er nicht einmal durch Kakariko durchlaufen muss und wieder zurück für die Bomben. Das kostet auch alles Zeit. Buschkram mit 20 Wupis. Die Lampe haben wir gerade auf Lake Hylia gesehen. Ergo werden wir hier kein Agasseed vorfinden. Das wird damit nicht mehr funktionieren, denn dafür die Lampe benötigt. Aber die ist momentan nur aus der Darkworld zu erreichen und dementsprechend aus den Gründen für die Darkworld Access kein Agar. Sollte natürlich was auf Lumberjack liegen, was wir gerade gesehen haben, nicht der Fall war. Auch da unwahrscheinlicher. Gibt da nur noch seltene Fälle, dass eventuell der Hammer noch auf der Red Bomb liegt. So, Quake hatten wir gerade noch gesehen bei Sahasrala hinten im Back und die Handschuhe. Also für Talana da ein ganz gutes Routing, glücklich getroffen, safe and quitted, geht jetzt direkt in Back of Escape, was er gerade nicht machen konnte. Für drei Items, die Karte hatten wir bereits schon gesehen. Ja, und das ist natürlich das, was man so dann als Wanner sehen möchte, wenn man schon früh nach Eastern geht. Immer ein bisschen riskant, wenn da so gar nichts drin ist und man verpasst die ganze Progression auf der anderen Seite. Hätte man schon früh im Seed so einen kleinen Fadenbeigeschmack. Mit den beiden Items aber natürlich geht man dabei mit erhobenen Haupt hier erstmal weiter. Back of Scape aber jetzt nicht so ertragreich. 300 Rubine sind nett. Das gibt zumindest ein wenig Sicherheit gegenüber der Möglichkeit, dass man vielleicht viel für Sora farmen müsste. Man hat das Geld zusammen. Ja, und Talana jetzt natürlich auch mit den 10 Bomben geht erstmal Richtung South Shore. Möchte jetzt natürlich nach Möglichkeit Kakariko, solange es sinnvoll ist, aufschieben, um vielleicht doch noch eine Flasche zu finden, eine Flöte zu finden, um halt direkt im ersten Trip nach Kakariko möglichst viel machen zu können. Genau, und Dracarys jetzt mit den Kakariko-Checks von Nord Richtung Süd gleich durchgehend. Hier noch nichts gefunden im ersten Check mit einer hohen Itemdichte, 5 Items, nebenan gleich im Well auch nochmal ebenfalls dann 5 Items. Talan hingegen dann mit dem Damm und anschließend dann mit dem Moldom Cave. Seine hohe Dichte an Items. Beide One Events, auch irgendwie, das sind die frühen Early Game, ist eigentlich relativ identisch, denn das ist die höchste Wahrscheinlichkeit. Wir brauchen irgendwann nachher den Dark World Zugang. Für die Light World müssen wir mal sehen. Puder gerade noch bei Dracarys. Das wird das ganz schön in so Standard zieht. Man hat eigentlich immer genug Magic, wenn man rauskommt, dass man auch dann Snort pudern kann. Also spätestens mit der Half Magic, die es danach gratis gibt. Typisch. Talana verwirft eine Bombe, bekommt aber gerade dafür einen Magic Refill. Und das macht natürlich dann im Minimal-Umkampf auch ganz angenehm, dass man jetzt auch wirklich ohne Verluste weiter die Magie rausschießen kann. Der Flaschenhändler gibt uns 300 Wupis, 200 Gewinn. Währenddessen das zweite Paar Handschuhe, eine Flasche, die Talana ganz gerne haben möchte für den Kakariko-Trip.
Und dann kann ich mir schon fast vorstellen, dass Talane gleich von links Haus aus durch Kakariko geht, Richtung Norden und dann in die Dark World. Ja, das bietet sich eigentlich relativ schön an. Wobei er dann natürlich die Items im Wald zurücklässt. Von daher muss man mal schauen. Allerdings, das wäre auch etwas, das Risiko könnte man in dieser Situation durchaus mal eingehen. Man hat tatsächlich mit Dark World Access schon ziemlich viel, was man tun kann. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ausgerechnet in den beiden Checks im Wald jetzt so wichtige Progression ist, ja, vielleicht nicht ganz so hoch. Man könnte ja eh nur bis Halbkiff erstmal durchlaufen. Man könnte dann von Halbkiff aus immer noch entscheiden, mit einem Safe and Quit wieder in der Kathedrale oben starten, dann Richtung Skywards Dip. Und vorher dann eben durch den Wald zu gehen. Also du bist Hype Cave, genau. Fände ich schon ganz okay. Auf jeden Fall. Scheint auch so ziemlich genau das Play zu werden. Ja, vielleicht geht er vorher noch kurz in den Wald rein, das werden wir gleich entscheiden, aber das macht am meisten Sinn, man nimmt die Checks alle mit. Schön wäre jetzt ein Spiegel, hätte man das direkt alles verbinden können. Aber so einen Luxus werden wir nicht sehen. Zumindest vorerst nicht. Dakaris jetzt hier die andere Route, er geht erst über Minimoldom Cave, dann rüber zum Damm und dann sehr wahrscheinlich nach Agina durch. Auch das interessant. Beide Wanner ohne Fake Flipper sieht man mittlerweile auch ziemlich selten dann auf dem höheren Place. Das Fake Flippern ist ziemlich zeitintensiv wieder zurückzulaufen von Iceward Cave, daher fällt es meistens immer irgendwie flach. Ja, also bei Talane, der sowieso noch hätte Geld farmen müssen, genau, hat sich dann einfach nicht angeboten. Die 20 Rubin Cave, klar, man kann da hochfarmen, aber das dauert schon doch echt einiges an Zeit. Und ja, die da aufzuwenden in dem Fall. Nee, also von Talanes Seite aus viel weniger. Aber er hatte nie die Intention, nach Sora durchzugehen. Also man hat man schon gemerkt, wenn er dann sofort Sausho geht vor Kakariko, bei ihm noch fehlen Rupees. Dakaris hingegen doch jetzt nach Iceward Cave, danach vielleicht aber trotzdem Agina. Er hat den Damm auf jeden Fall ausgelassen. Es ist meistens ein Indiz dafür, dass man irgendwie dann ein zweites Mal oder direkt ein erstes Mal dann gleich durchgehen wird. Vielleicht sehen wir von Dakaris gleich die Fail-Clippers, wir werden es mal sehen. Sick-Hit, der Check von Talane, der Flasche sich gelohnt hat und der Bogen, ja, das ist ein ganz klares Ja, hat sich gelohnt. Mit einem kleinen Sternchen, wir werden den Bogen nicht so schnell in Aktion sehen. Eastern als Pendant. Nicht auf der Prioritätenliste ganz weit oben. Wir brauchen nur die 7 Kristalle, dann können wir Gens Tower, den letzten Dungeon im Spiel, um danach Gens zu besiegen. Mit den Pendant Dungeon können wir am Ende nur das Pedestal ziehen. Wo natürlich auch was drauf liegen kann, aber nicht muss und dementsprechend das meistens nicht in der Prioritätenliste steht. Der Dracaris läuft zurück, das kann nur ein Fake Flipper sein, also jetzt zum Damm zu laufen, da wäre das Safe schneller gewesen. Ja, in Dracaris Position ist aber auch halt einfach, bietet sich etwas mehr an, denn er hat noch kein Dark World Access, er hat das Sora Money. Und es ist jetzt nicht so unwahrscheinlich, dass die Checks sowieso in dem Seed früher oder später gemacht werden sollen, müssen, dürfen, können. Auch logiktechnisch. Und da einfach vielleicht einfach einen Dark World Access zu finden, der vielleicht auch außerhalb der Logik ist, kann auch wertvolle Information sein. Ja, vor allem mit der Lampe auf Lake Hylia sind es schon irgendwo in der Hälfte die Flippers drin. Der Spiegel ist auf jeden Fall irgendwo drin. Das wird auf jeden Fall benötigt hier im Seed. Und werden wir mal sehen, ob sich die frühen Flippers-Checks sich jetzt irgendwie auszahlen werden. Hobo selbst noch nichts gehabt. Die nächste Itemdichte wird dann gleich noch bei Waterfall Ferry und dann in Sora Area liegen. Talane auch nach den Kakariko-Checks dann jetzt entweder in den Wald oder in die Dark World oder beides. Wie eingangs gesprochen, kann sein, dass er in den Wald liegen lässt. Und danach sieht's ja aus, er läuft nach links, ja. Ja, wäre halt ein sehr weiter Weg halt für zwei Checks und der Weg zurück wäre halt auch wieder sehr weit ohne Hammer, weil man einfach nicht von oben kommen kann. Von daher in dieser Position, es sind einfach viel, viel mehr Checks hier offen und du hast gesagt, erstmal den Weg Richtung Hype Cave antreten. Map-Check. Beide Kane-Dungeons als Pendants. Das ist immer pikant. Da haben wir das zweite Medaillen schon gefunden gerade noch. Also Ethan in der Waterfall Ferry. Ja, mit Turtle Rock und Misery Meyer fällt der Red Kane aus. Dakaris kennt's noch. Also Talane im Halbfinale gegen Shiva Haze gewonnen. Schwert, was nicht erreichbar ist gerade. Ist nicht allzu schick.
Das holt man sich auch später nicht mehr ab, bevor wir jetzt die Anekdoten weitererzählen. So ein Schwert, und man checkt jetzt hier noch Sora und wann möchte man das Schwert reinrouten? Irgendwann später mit den Flippers nochmal, nur für das Schwert. Es kommt darauf an, ob man es fürs Go-Mode braucht. Aber das ist eine sehr ungünstige Situation, wenn man es nicht holen kann, einmal schon mal hier war. Ne, und Talanes Weg ins Finale über Shiva Haze mit einem 2-0 vorbei. Drakkaris hat meine Wenigkeit 2-1 besiegt gegen den Teto. Und wir hatten auch einen Seed, daher kommt es nämlich gerade, da brauchten wir auch den Kane nicht. Und da hatten wir auch gesagt, das ist eben so ein Fall, der kommt so selten vor und er ist so ungewohnt, wenn man keinen Kane hat. Sehr, sehr unschön durch die GT zu laufen. Und auch eben Gens Tower selbst kann eben auch sich selbst noch locken. Der Herr vieles wenn und wäre, mal sehen, ob wir den Biki, den Kane of Samaria noch finden werden, inwiefern uns der Seed noch in die Dungeon reindrängt. Ja, das Ganze ist vor allem auch im Hinblick auf Swamp Palace und vor allem auf Ice Palace interessant, denn ja, mit Icebreaker folgt die Ice Palace natürlich um einiges weniger schlimm, als das Ganze mit Bomb Jump machen zu müssen. Im Go-Mode macht das halt eventuell nicht ganz so viel Unterschied, allerdings das kann halt schon auch hier in diesem Seed einen Unterschied machen, je nachdem wann, wie und wo der Kane gefordert sein kann. Wie früh oder wie nicht früh möchte man hier eventuell dann doch Ice Palace clearen? Denn er ist ja sogar schon theoretisch offen. Zwar noch nicht in Logik, ohne Flippers, aber wir könnten schon reinkommen. Und sobald wir den Hammer haben, wäre er auch clearbar. Und Ice Palace als Red Crystal. Ja. Ja, es bleibt erstmal abzuwarten. Wir haben gerade über Talane noch gesehen, er ist in Thiefstone nicht groß weitergelaufen. Ich meine, er hätte einen Smolky gefunden, habe jetzt nicht ganz genau drauf geachtet. Wäre dementsprechend also. Ja. Schwer. Es wäre soweit abschließbar. Ja, ich meine, auch mit Half Magic und Kane, klar, wir haben eine Waffe mit Blind, die den Kampf eigentlich auch super trivial macht. Mit ja, Half Magic, mit Half Magic hat man, allein schon. Ja. Macht man einmal Burner an und dann ist der Kampf vorbei. Wo die Magie ausgelaufen ist. Aber eben diese Angst davor, in der Big Chest was zurückzulassen. Wir haben die Mids, wir sind einigermaßen schnell in der Dark World wieder an Thiefstone vorbei. Und eben Hammerpex wird ansonsten ganz gerne noch isoliert. Ich meine, wir werden jetzt den Speed mitnehmen. Und dann Richtung Hype Cave, dann wird es einen Safe and Quit geben. Und Drakkaris zeigt uns jetzt noch Agina. Auch ein Check, der für Talane gerade noch etwas weiter entfernt ist. Aber für 20 Rupees. Nichts Wichtiges. Wird er nicht vermissen. Ja, und für Drakkaris bleibt nichts anderes übrig. Das muss jetzt langsam Richtung Eastern Palace gehen. Und wird dort auch sehr wahrscheinlich an der Stelle mit dem Darkwild-Zugang gleich auch rausgehen. Also ich sehe jetzt nicht, dass er da nochmal weitergehen möchte oder wird. Nee, also du hast jetzt Green Pendant Eastern. Klar, aber du kannst es, ne? Könnte man noch reingeben, aber du kriegst Darkwood Access, du kannst es nicht abschließen. Es ist halt einfach kein Gamble, was sich jetzt gerade wirklich schön anbietet. Dafür geht gerade viel zu viel auf und Drakkaris ist jetzt nicht unbedingt so schwach, als dass er sagen müsste, ich kann Talane nur besiegen, wenn ich jetzt irgendwie super extrem früh irgendwie was ganz, ganz Absurdes mache und dort einen Vorteil draus ziehe. Von daher, mit den Mids erwarte ich hier genau diesen Safe and Quit. Ja, es ist das erwarteste Play gewesen. Aber wir müssen schon sagen, Talane ist eben mit dem Vorsprung 2-3 Minuten über die Dark World mindestens, wenn nicht sogar schon ein bisschen mehr, eben durch das bessere Routing, was einfach glücklicher getroffen war. Drakkaris ist schon ein paar Off-Checks mehr, den Fake-Flipper, die Checks schon mal. Dafür mit dem Nachteil, das Schwert zu sehen und das Schwert nicht holen zu können. Ja, wenn man davon redet, das nächste Schwert gerade in Hype Cave. Das ist natürlich sehr angenehm für Talane, der jetzt Galwutz tatsächlich auch schon voll clearen könnte. Ja, dieses Schwert, das oben auf Soralet liegt, das kann für Drakkaris durchaus noch ein Vorteil werden, je nachdem, wie die Items fallen. Einfach das Wissen zu haben, aber es ist nicht sehr. Ich sehe es eher als starken Nachteil, weil ich sehe, dass Talane da hingehen wird, irgendwann, wenn die Locations dünn werden. Und wenn Talane das Schwert eben holen kann und wird, für Drakkaris wäre es ein Weg nur fürs Schwert, für Talane wäre es ein Weg sein mit vielen Checks noch. Das ist halt die große Frage. Dieser Seed mit dem Layout, das wir haben, kann furchtbar schnell sein. Und wenn Talane in die Möglichkeit kommen würde, und das wäre jetzt eigentlich nur noch mit Flippers und oder Spiegel, die Zora Area vernünftig zu checken, dann
könnte er auch theoretisch schon im Go-Mode sein. Und wenn er dann aber immer noch nur auf Fighter Sword unterwegs ist und Dracarys weiß um das Schwert da oben, dann kann das halt, wie gesagt, noch ein großer Vorteil sein. Allerdings, ich gebe dir recht, sehr wahrscheinlich ist es nicht. Und es kann halt sogar eventuell ein Nachteil sein, wenn dieses Schwert da oben halt eben einfach nicht benötigt ist. Ja, vor allem, wir haben es gerade noch kurz angesprochen, Go-Mode. Ich meine, wir sind noch sehr weit entfernt. Der Bogen, wie gesagt, gerade auch schon mal die Frage noch kam. Ja, hier bei Sick Hit, das macht für Dracarys noch gerade keinen Sinn, nochmal durch halb Kariko zu rennen. Vor allem, wenn er gleich auch den Schmied abgeben wird, kommt er nochmal dran vorbeigelaufen, so wie wir Talane gerade sehen. Dementsprechend wird er den Bogen wahrscheinlich danach reinrouten wollen, wird das gleiche Routing machen wie Talane jetzt an der Stelle. Sind wir denn noch so weit weg von Go? Ja, wir brauchen im Endeffekt quasi alle Items minus die Flöte und dem Sumaria den Ice Sword. Das ist so in Anführungszeichen gesprochen. Also wir brauchen noch mindestens die Flippers, den Spiegel, den Hookshot, Hammer natürlich, klar. Also das sind noch eine Handvoll fehlende Items. Wir haben Desert Palace, die Wahrscheinlichkeit für die Boots ist auch gegeben. Also das ist ein wichtiger Punkt. Okay. Mit Desert Palace als Crystal, da braucht man dann doch nochmal Buch oder Flöte. Genau, doch Buch oder Flöte. Also es kommt ja nochmal einiges dazu. Also Go-Mode ist hier noch eine Handvoll Items entfernt. Ja, aber die Frage wird eher sein, wie tatsächlich, ich kann auch aus Erfahrung sprechen, das kann tatsächlich in solchen Layouts schneller passieren, als man denkt, dass man auf einmal da über den Go-Mode stolpert, weil Hammer, Hookshot, Spiegel, die locken halt auf einmal viele Checks und wenn du dann halt den einen findest, gehst du einen offensichtlichen Weg, findest dann halt da vielleicht 2-3 weitere. Das kann auf einmal sehr schnell gehen und von daher, muss man gucken. Auf jeden Fall aber Talan jetzt erstmal mit der Möglichkeit, kann Skalwurz fulktieren, wird das wahrscheinlich auch tun. Fängt von hinten an. Ja, wenn man von hinten anfängt an der Stelle. Der Boss selber droppt irgendwie eines der Items, also kein Small Key, sagen wir es mal so eher, beziehungsweise etwas, was nicht zum Small Key führt. Es macht also schon Sinn, dann erst nach hinten zu laufen, weil man eh dann voll durch muss. Wir können danach vorher noch ein paar Checks mitnehmen. Unter anderem die Purple Chest wäre noch offen. Die guten alten Bambis, aber toll mit Glück. Und da muss man aber confident genug sein. Man muss also selber schon so sicher sein und sagen, hey, Fighter Sword, wir haben keinen Hammer. Das macht's für einige natürlich. Du sagst es? Ja, das Schwert kann ich genauso andeuten. Das macht den Mod jetzt einfach schon deutlich angenehmer, denn Hammer, Temperschaden, 4 Hammerschläge ist natürlich auch ein bisschen tricky, weil die Hammer-Hitbox von keinem sehr gerne gemocht wird an der Stelle. Ja, allerdings, aber, Talane. Aber öffnen uns jetzt auch direkt noch gleich Palace of Darkness. Also, ich sehe auch gleich ein Palace of Darkness als nächstes kommen. Also, es wird jetzt hier Thiefstown, Palace of Darkness, genau. Oder doch. TT, würde ich sagen, kommt noch zuerst. Ja, klar. Und dann. Talan läuft gleich in die Front durch. Es kann gut sein, dass noch ein Item in der Front liegt. Das werden wir gleich nach der Motte sehen. Geht direkt durch zur Motte zuerst. Wie gesagt, ein Item fehlt noch. Die Motte droppt jetzt entweder Karte, Kompass oder das Item. Wenn es der Big Key ist, dann führt es zu einem von diesen drei genannten Items. Dementsprechend erst einmal durchlaufen, gucken, was kommt. Kann man die Hälfte sparen. Es geht jetzt seinerseits nochmal den Pilz abgeben, den er gefunden hat. Ich weiß nicht, hatte Talan das schon? Ich glaube nicht, oder? Nee, Pilz hat Talan noch nicht abgegeben gehabt. Hatte mit dem Schwert dann eher jetzt für die Route entschieden, die natürlich dann auch zum Hammer führt gerade. Ja, ich meine, ohne jetzt das Wissen, um den Hammer zu haben, ohne Hammer, kann ich das schon verstehen. Dracarys hat auch noch keinen Bogen. Und einfach die Möglichkeit, wenn der Hammer hier auf dem Pilz ist, dann kann er direkt Richtung Skullwoods dann mitnehmen. Bietet sich halt einfach gut an. Ja, man kann es definitiv machen. Also mit dem Fake-Flipper, den wir gerade gesehen hatten. Talan übrigens mit dem Firewall auf die Strategie. Es sind 8 Schläge, beziehungsweise 8 Firewall-Schüsse. Der Spiegel auf dem Pilz. Das aus dem Augenwinkel. Ja, das kann auch wieder. Das kann ein sehr guter Vorteil für Dracarys werden, denn für Talane gibt es jetzt nicht unbedingt so schnell so viel Grund, den Pilz abzugeben. Es sei denn, der findet jetzt die Flöte ziemlich zeitig. Und mit dem Spiegel kann Dracarys sein Routing in den Dungeons und auch auf der Overworld ein bisschen angenehmer gestalten. Genau, wie bei Talan jetzt zum Beispiel, wir hatten noch kein Item, das zweite Item fehlt noch jetzt hier gerade eben. Talan geht also erstmal hier noch zu Bridge, jetzt einmal runter durch Skywoods hinten. Wird aber jetzt das Problem haben, dass er jetzt eben wieder zurücklaufen muss. Also es sind so die Kleinigkeiten für den Spiegel immer ganz hilfreich. Dracarys setzt dafür sein Routing ein bisschen um. Finde ich jetzt interessant, kann man machen. Ja, ist okay, es kann eben wahrscheinlich erst Purple Chest gehen, dann wenn nicht erst sofort nach Skullwoods. Dann wird jetzt Sick Hit noch mal reinrouten, das fehlt immer noch, der Bogen.
Dann ist aber eben die Sache, dann bist du da mal unten, dann müsstest du in der Regel ja fast schon noch die Purple Chest auch mitnehmen, Fragezeichen. Mal sehen, ansonsten läuft er gleich wieder nach oben durch, macht da nicht viel Unterschied. Ich weiß nicht, hat der Thief Sound schon in die Front reingedippt? Nee, noch gar nicht. Dann kann ich mir vorstellen, dass die Purple Chest... Ah, okay, er nimmt das Powder mit. Klar, kann man machen. Ja, auch eine der sehr ungünstigen Situationen, immer wenn das Puder nur über den Spiegel zu erreichen ist, zum Abgeben und dann dahinter dann irgendwie der Hammer liegt, das ist irgendwie sehr unangenehm an den meisten Stellen. Ja, und das bietet sich jetzt halt auch für sein Routing jetzt hier gerade ein bisschen an, so unglücklich es dann auch ist, dass der Hammer eben da ist, der das Ganze etwas fixer machen würde oben in Skullwoods. Er kann jetzt hier den Schmied abgeben, muss dann eh wieder zurück ins Portal, wird dann Skullwoods clearen, dort seinen Hammer finden und kann dann auf dem Weg runter dann den ganzen Rest mitnehmen, ähnlich. Oh, während Talane in der Front den Somaria findet. Wir wissen nicht, ob er gebraucht ist, aber ihn tatsächlich so früh zu finden... Ja, wir haben es gerade angesprochen, man könnte jetzt auch mit dem Sequence Berg auch Ice Palace irgendwann abschließen. Ice Palace voll clear mit dem Somaria, wir haben den Hammer. Warum nicht? Wenn mehr als nur die Flippers fehlen, wird es sich eventuell anbieten. Eben wie solche Sachen wie der Spiegel und Co., wenn es einfach alles ein bisschen angenehmer macht. Und wäre eine weitere Option, die noch da wäre, auf Pilz, dann eben Fragezeichen, aber ich denke, heute wird auch irgendwo im Kopf bleiben. Die andere Sache wird eben nur für Talane sein, er wird gleich noch Hammerpacks machen, Purple Chest mitnehmen, Thiefstone jetzt clearen. Die Frage ist halt nur, liegt irgendwas jetzt noch hinter dem Spiegel gleich? Das ist eben so ein bisschen die Sache. K45, besonders Graveyard Ledge, sind schon sehr isoliert. Und für Graveyard Ledge mit dem Hookshot zum Beispiel, den rudest du auch nicht irgendwie mal angenehm mehr rein. Das wäre so der Worst-Case-Fall wegen dem frühen Spiegel, jetzt gerade bei Dracarys hinter dem Pilz. Aber das sind erstmal noch wieder Gedankengänge, die ein bisschen weiter hin sind. Flippers fehlen jetzt noch für die logische Lampe, damit wir dann auch noch die Dark Hoops alle in Logik hätten. Die wird also auch noch irgendwo liegen. Wir haben noch keine Flöte. Der Mountain ist also auch noch nicht komplett nicht in Logik. Also werden wir demnächst irgendwo mal noch Flöte oder Flippers sehr wahrscheinlich finden. Einfach für die Lampe, weil es einfach so viel geblockt wird dahinter. Ja, also ich meine, Pot, es ist doch einiges auch ohne die Lampe offen. Ja, natürlich, aber... Dann hört es irgendwann auf. Also wir werden trotzdem irgendwann Flöte oder Flippers kriegen, damit wir eben die Lampe oder den Mountain Access kriegen werden. Also anders wird es nicht funktionieren. Klar, die Lampe kann noch sehr tief liegen. Also die Flippers könnten sehr tief liegen, aber dann fehlt uns trotzdem immer die Flöte. Ja. Was ich auch gar nicht so unwahrscheinlich oder für so unwahrscheinlich halte, dass wir die eben kriegen. Einfach, weil wir halt irgendeine Art von Desert-Zugang brauchen. Und ja, Flöte mit dem Spiegel, von dem wir jetzt schon wissen, ja, würde halt genau das erfüllen. Ja, Flippers werden aber in dem Seed definitiv benötigt. Also jetzt nicht nur für die Lampe, schön und gut, sondern eben für Swamp Palace. Haben wir also den Punkt, dass wir trotzdem so ein bisschen darauf achten müssen, wo eventuell in der Logik was liegt, um eventuell dann zu sagen, wir können was ein- oder ausschließen, um dann uns irgendwie auf die Flippers nachher noch zu fokussieren. Je mehr die Flippers zumindest Richtung Go-Mode wandern. Momentan ist es noch ein bisschen dahin. Daher auch nicht ganz so wild. Was jetzt allerdings auch schon definitiv noch eine Rolle spielen kann. Wir haben zwei Medaillons gefunden. Der Kane ist aufgetaucht. Wir haben Mitz Hammer und Fire Rod. Ja, und wir haben Zugang zu EDM über beide unsere Runner verteilt. Beziehungsweise Dracarys hat ihn jetzt. Also Hookshots, Flöte, Flippers. Das sind alles Items, ja, die findet man ganz gerne mal in Turtle Rock. Aber noch haben wir den Berg nicht in Logik und dementsprechend weiß ich noch nicht, ob es so viel Sinn macht, jetzt sofort auf Turtle Rock oder auf dem Mountain zu spielen, weil der Berg erstmal nicht in Logik kommt. Das ist gerade wie angesprochen. Das ist so der Punkt, wo ich dann erstmal die ganzen Light World Dungeons erstmal noch sehen werde, die Dark World, Light World, die ersten Overworld Dungeons erstmal sehen werde. Also auf jeden Fall gleich Palace of Darkness. Mich würde es wundern, wenn Talane gleich was Wilderes macht. Ich habe jetzt nicht gesagt, es ist das nächste Play, das wir von unseren Runnern sehen werden, aber es ist definitiv ein Gedanke, der jetzt dem oder bei den Runnern im Hinterkopf auftauchen kann. Okay, Turtle Rock ist gar nicht so unwahrscheinlich. Wann, wie und wo werde ich da jetzt mich vielleicht dafür entscheiden, dahin zu gehen? Ich denke, mit dem ersten Mountain Dip werden wir eventuell schon einen Turtle Rock Dip sehen, sofern wir nicht vorher noch viel mehr finden werden. Aber wir werden auch vorher schon alles andere clearen. Also ich kann mir auch vorstellen, dass Titan trotz vor dem Mountain vielleicht auch noch Ice Palace Sequence breaken wird. Einfach nur, damit nachher bis auf den Mountain nicht mehr viel übrig bleiben wird. Und Dracarys mit einigen Problemen bei der Motto. Man sieht eben, das ist die Hammer-Hitbox. Er hat vorher nicht die Magic gut verschwendet.
um schnell durch die Räume zu kommen. Aber muss dann den Boss eben mit dem Fighter Sword, das sind 16 Schläge, oder eben mit dem Firewall, was er nicht konnte, 8. Hammer wären es 4, aber wenn die Motte nicht mitspielt, dann sieht der Kampf teilweise so aus. Und wir müssen im Finale sagen, das war langsamer als bei Talane und das sind schon Sekunden. Ja, es sind schon Sekunden, aber das Wichtige ist, er hat es noch geschafft, denn jetzt dann noch zu scheitern, das ist das, was wirklich Sekunden kostet und was du dir in so einem Race nicht erlauben darfst. Von daher, ja. Das definitiv, aber bei Dracarys lief das Early Routing schon nicht besser, sagen wir es mal so. Es war ja nicht schlecht, es war einfach nur nicht richtig in dem Seed. Und das ist halt im Hinterkopf und dann weißt du natürlich ganz genau, jetzt bei der Motte, es ist zumindest kein Tod, aber es sind Sekunden. Dafür sehen wir aber halt, der Spiegel, der kann durchaus sparen, ja. Noch zum Vorteil wieder gereichen. Also das ist noch lange nicht so, dass es einen gibt, der ganz klar und fast uneinholbar vorne ist, sondern da kann sich noch sehr, sehr viel drehen und wenden und auch das hat halt schon. Es wird jetzt sein, ob der Spiegel uns noch irgendwie jetzt noch einen Vorteil bringt. Also ich sehe bei Dracarys gegebenenfalls auch jetzt gleich schon noch Graveyard Ledge, weil es einfach so unangenehm zum Routen ist. Das wird Talana nicht mehr so früh abholen und das wäre jetzt auf jeden Fall nochmal eine extreme spielentscheidende Kleinigkeit. Ansonsten müssen wir abwarten, wie das sich da gleich weiter auflegt. Aber erstmal bleibt es so linear, dass ich keinen von beiden so früh auf Death Mountain sehe, weil Palace of Darkness abschließbar ist für die beiden. Wir haben ein Fireward, wir können die Dark Rooms sehr angenehm spielen. Und da werden also beide erstmal den gleichen Weg gehen. Und Dracarys geht nicht dem Spiegel nach. Ja, also sagen wir mal so, Talane können wir auch gar nicht auf dem Mountain erleben, bis er den Spiegel findet. Ja, gut, oder klar. Eben halt, also ich meine, klar, er könnte halt hochgehen, um den alten Mann zu retten, aber dann kannst du dir noch Specrock anschauen, kannst eventuell Spy Cave machen, wenn du möchtest, und dann bist du oben auf dem Mountain auch schon wieder fertig. Also es wäre halt momentan Dracarys, der halt sich eventuell sagen könnte, okay, der Mountain, der ist doch schon so weit offen. Ich weiß nicht, weiß Dracarys von der Lampe? Ja, beide haben die Lampe gesehen. Okay. Also nochmal für alle, die es nicht gesehen hatten, die Lampe liegt auf Lake Hylia Island, dementsprechend wissen wir, um irgendwie auf den Berg zu kommen, brauchen wir entweder die Flippers, damit wir zur Lampe kommen, oder wir brauchen natürlich die Flöte, um auf den Berg zu kommen, direkt. Das sind so die beiden Methoden, jetzt gerade auf den Berg zu kommen. Normalerweise ist es Flöte oder Lampe, in dem Seed ist es Flöte oder Flippers, in der Hinsicht. Und mit dem Knowledge, du wirst beides benötigen, sehr wahrscheinlich die Flöte entweder dann für Desert Palace, die Flippers natürlich für Swamp, Hard Required. Da wirst du auch in den Mountain erstmal die Sequence breaken, weil beide Items eigentlich so für sich selbst stark stehen und dir öffnen die Checks noch geben. Aber auch Talane jetzt wird den Mirror finden und das ist auf jeden Fall wichtig für ihn. Ja, das könnte ihn halt eventuell so ein bisschen potenziell vom Sequence Break nach Ice Palace abhalten, weil einfach schon ein Item weniger ist, was da drin sein kann. Aber dennoch, wenn wir jetzt hier sagen, wir finden jetzt hier, was fehlt noch für Go-Mode nachher, könnte Ice Palace noch was Wichtiges haben, wenn wir jetzt dann auch Flippers hätten und gegebenenfalls noch die Flöte. Eigentlich ja, nichts mehr. Ja, trotzdem, Fake Flipper nach Ice Palace, es ist jetzt halt auch nicht das ganz Schnellste und wenn du dann doch damit rechnen musst, dass die Flöte eventuell kommt und du einfach später mit Flöte und Flippers nach Ice Palace fliegen kannst. Auch das sind alles Sekunden, die gespart werden. Ich sag nicht, dass er das gar nicht macht. Vor allem Talane ja auch jemand, der anscheinend relativ gerne nach Ice Palace geht. In sehr, sehr vielen Situationen, wo andere noch überhaupt gar nicht dran denken würden, auch nur in die Nähe zu kommen. Situation in die Nähe kommen. Wir kommen jetzt in die Nähe vom Schwert Nummer 2. Was beide gesehen haben und beide nicht direkt abholen können. Talane kann aber gegebenenfalls dann gleich... Vom Sora hatte nichts gehabt. Talane kann sogar relativ angenehm eigentlich gleich noch... einen Splash Legion aufsetzen, das wir jetzt ja auch gerade sehen. Also kann sein, dass Talan gleich trotzdem leider die Bomben ins Wasser gesetzt. Nein, Talan wird es nicht, wir haben keine Bomben mehr. Also zumindest nicht für das Schwert. Ja, das wird interessant. Was war hier in... Keine Bomben, meine ich. Okay. Also wenn doch, dann schade und Glück gehabt, aber ich meine nicht. Nee. Ether war es.
Das heißt also auch für Talan die gleiche Situation. Er wird jetzt das Schwert sehen, aber nicht anfassen dürfen. Wir haben es gerade gesehen, es ist ein Glitch, der erlaubt ist. Man kann dann diesen Splash, wenn man ins Wasser springt, verschwinden lassen. Damit checkt das Spiel nicht, ob man die Flippers hat und man kann dann trotzdem schwimmen. Das könnte man auch aufsetzen, um hier den Wasserfall runterzuspringen für das Schwert. Und er hätte es machen können, wenn er die Bomben gehabt hätte. Er bräuchte noch zwei. Und damit ist dieses Setup jetzt nicht drin. Ja, also man braucht zwei, er bräuchte noch eine mehr, genau, als er momentan hat. Damit wir jetzt hier. Und da will er sich gerade ärgern, dass er Splash Leash gerade die zwei Bomben ins Wasser gesetzt hatte. Ich hoffe mal unbeabsichtigt. Und Sora auch ohne Bomben. Das wäre natürlich jetzt hier Premium gewesen. Ja, aber auch selbst dann, so, es ist leichter aufzusetzen, wenn man dann den Water Walk noch hat, weil man dann an die Kante rangehen kann. Ansonsten ist es vom Timing her ein bisschen knapper. Also das Beste wäre gewesen, er hätte noch zwei Bomben übrig gehabt, hätte sich an die Kante ranstellen können mit dem Water Walk noch selbst. Dann ist es halt sehr angenehm. Aber damit auch kein Vorteil. Beide wissen von dem Schwert, beide können es aber nicht haben. So, und entgegen der Gedanken scheint Talan doch auf den Berg zu gehen. Ja. Ich meine, es ist halt einfach die größte Menge an Items, die da momentan gerade oben ist. Das muss man schon so sagen. Ja, aber ich sag mal, Pott gibt dir die Flippers, du machst Ice Palace und findest da vielleicht sogar auch dann schon die Flöte und bist im Go-Mode, außerhalb des Bergs. Klar, andersrum ist jetzt die Flöte dann in Pott. Irgendwas muss hier noch unten liegen gerade. Ja, aber das kannst du dann halt vielleicht eben auch schon mit dem, was du oben auf dem Berg findest, dann dir halt so ein bisschen denken und da dann gezielt da rocken. Also ich finde es auf jeden Fall durchaus nachvollziehbar, dass er definitiv Ice Palace nicht Sequence breakt. Weil, nee, also nicht vor Pott, also Pott, genau. Pott dann eher noch als erstes. Ja, und Pott wäre halt auch noch nicht in Logik. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er da jetzt irgendwie größere Probleme mit hat, aber trotzdem, der Weg nach Pott ohne Boots, ohne Flöte, der ist schon auch weit. Wir werden aber, wie gesagt, Flöte oder Flippers dennoch irgendwo noch jetzt außerhalb finden müssen. Und wenn es auch die Flöte ist, die in Pott liegt, hast du danach auch schon mal den Flötenvorteil. Der Weg nach Pott wird damit auch nicht kürzer oder schneller. Viele Spekulationen, großes Potenzial gerade eben. Wir finden auf jeden Fall jetzt gleich Talane auf dem Berg, meiste Itemdichte. Auch da, wenn Turtle Walk nachher dein Go-Mode hätte, jetzt gehst du auf den Berg und traust dich nicht. Übrigens, Schwert Nummer 3. Ja. Das ist halt so die Sache, die ich meinte, ne? Wenn Turtle Rock dann ins Play kommt, wie sehr möchtest du dann darauf gehen, ne? Auch den Mountain Sequence breaken? Denn wirklich, wenn Talan jetzt hier die Flöte finden sollte, dann ist das hier auch das bessere Play, weil du dir im Endeffekt da einige Wege auf der Overworld sparen kannst. Und das ist dann halt so die Frage, welche Sache oder für welche Sache entscheidet man sich? Und Talane hier offenbar mit der falschen Entscheidung, oder zumindest einer nicht so ganz optimalen. Denn das war die Flöte. Ja, und der Karas tritt oben, Flöte aktivieren. Ja. Gut, damit ist der Berg jetzt in Logik. Das würde aber natürlich auch genauso bedeuten, dass mit den Flippers wir dann quasi Go-Mode-ish unterwegs sein könnten. Ah, der Hookshot fehlt noch. Hookshot. Ja, gut. Ja. Weit entfernt. Ich habe den Hookshot zweimal vergessen. Ich werde auch den Boots. Aber die Boots fehlen noch, der Hookshot fehlt noch. Man soll vergessen, was die Leute hier so erzählen. So. Dennoch, ich mein, ja. Ja, also ich meine, die Flippers kann Talane jetzt hier natürlich finden. Das wäre für ihn auch zumindest Informationen zu wissen, okay, die Flöte ist definitiv unten, denn die Flippers sind für die Lampe required. Ja, aber das würde ihm halt in dieser Situation auch nur semi weiterhelfen, weil dann wird wahrscheinlich sein erster Gedanke Pott sein und nicht unbedingt K45. Ja, K45 ist schon unangenehm isoliert eigentlich gerade. Also wir haben gerade mit Dragalis gesehen, er ist diesen langen Weg gelaufen. Hätte man auch mit einem Safe and Quit eventuell lösen können, eben wegen K45. Die andere Option für K45 wäre irgendwie Swamp Palace, ergo Flippers, Hookshot. Dass man da nochmal Lust drauf hat. Eventuell noch ein Tablet-Check. Also es ist schon nicht mehr schön. Fat Fairy wäre noch eine Option. Was hatten wir nochmal gehabt? Ice Palace noch. Auch nicht allzu schick. Und Talane? Das war der Spiegel. Wollte da eine Bombe nutzen für einen Bombjump und stand auf einmal am Eingang des Dungeons. Oder was ist passiert? Ja. Ey. So, Dracarys zeigt uns nochmal ein Medaillon für Maya, was wir hoffentlich nicht betreten wollen. Es wäre in dem Fall dann Aether. Auf jeden Fall betretbar. Jein. Nichts, was man so unbedingt
sehen möchte, ja gut, Boots oder Hookshot fehlen. Genau, also das ist irgendwie so ein bisschen das Angenehme, mal ganz böse gesagt, wir kommen eben noch gar nicht da rein, also... Ja, aber jetzt findest du halt die Boots, weil du die für die Desert E brauchst und dann fragst dich, ja, ist dann der Hookshot da drin? Natürlich. Also am Ende ist dann wieder diese Go-Mode-Frage wieder so wie eh und je. Eastern hatten wir auch noch nicht gesehen, weil die Frage vor einer Ewigkeit war, genau. Nur ganz kurz nochmal erwähnt. Eastern hatten wir auch noch nicht gesehen, wäre auch eine Option. Aber mit der Flöte hätten wir den Berg in Logik und dementsprechend ist erstmal diese Suche nach dem Mountain Axe erstmal ein bisschen dahin. Denn jetzt gibt es wieder sehr viele Optionen, wie die Flippers zur Lampe liegen könnten. Oh, Talane betritt den Mol am Kampf und fliegt gleich erstmal direkt wieder runter. Ja, das. Manchmal hat Molam halt einfach keinen Bock drauf, dass Link oder die verschiedenen anderen Sprites, die vorbeikommen, ein wenig Stress machen und ja. Ja, und Desert Boots lockt. Wir hatten gerade irgendein Item gefunden in der Kiste. Kein Key, keine Chance. Boots also auf die Liste neben Hookshot und den Flippers. Jetzt wird gerade noch angesprochen, Ether war auf Waterfall Ferry, dementsprechend dort zumindest dann nicht die Flippers drin. Aber wir brauchen noch die Boots, wir brauchen noch einen Hookshot. Das heißt also, eines der beiden Counterparts könnte da drin liegen, um den Dungeon zu betreten. Das hat aber schon mal eine wichtige Implikation in der Hinsicht, dass Flippers nicht auf dem Pedestal sein können. Was potenziell eine Gefahr gewesen wäre, aber eben mit dem Ether, das hinter den Flippers gelockt ist, logisch. Das zumindest nicht mehr gegeben. Oh, ja, und mit Hookshot Boots, die sich eben für den Missile Meyer Entrance ja noch gegenseitig ausblocken. Also auch wenn nur eines der beiden, was eh nur eines sein könnte, aber ich weiß nicht. Pedestal-Wahrscheinlichkeit ist, glaube ich, nicht ganz so hoch gegeben. Dann eher doch der Turtle Rock Dip Trip, der ja ganz gerne mal die Lampe hat, machen wir uns nichts vor an der Stelle. Aber wir haben noch auf der Ostseite auf dem Death Mountain jetzt hier noch genug Optionen. So, die Itemdichte des Berges, die wir jetzt hier sehen. Es ist auch Bombos. Ein weiteres Indiz dafür, Turtle Rock erstmal hier nicht ins Spiel kommt. Das heißt jetzt hier Talane mit den Check, mit der Checkdichte. Fängt hier an mit Super Bunny Cave. Ja, Chat. Ich habe es auch gerade nochmal gelesen. Ja, das ist natürlich auch. Ich habe die Lampe schon wieder komplett ausgeblendet. Auch die natürlich in den Flippers blockt. Und die auch logisch für 2 von 3 Pendants 100%ig benötigt. Eventuell sogar fürs dritte. Wir wissen es noch nicht. Das hätte man halt auch schon von vornherein ausstehen können. Aber klar, der Hookshot kann da natürlich immer noch sein. Ja. Bombos für Tia. Ja. Zwei Items, ich wollte was Schlaues gesagt haben, was ich schon nicht mehr wusste, weil es gerade auch nochmal ganz kurz gesagt worden ist. Zwei Items in Tower of Hera, das war's. Unten lag im Basement ein Item. Ich habe gerade nicht darauf geachtet, was die Big Chest und die zweite Kiste hatte. Karte war wohl am Boss gewesen. Es könnte ein Item im Basement sein, es muss aber nicht sein. Es ist ein Crystal, man schließt ihn dann also dementsprechend eh ab. Müssen wir noch kurz mit Drakaris darauf achten, was die beiden Kisten jetzt hier haben. Die Wanner wissen, wie viele Items die Dungeon haben. Sie zählen natürlich dann selber auch mit, gucken sie es an. Buch, ja gut. Ja, das gäbe auf jeden Fall für Talane nochmal einen Grund zu sagen, okay, ich war zwar eben schon in Hera, aber ich gehe vielleicht doch nochmal zurück, um Spy Cave zu machen, denn, ja, Tablet ist jetzt absolut möglich. Ja, ein Item war im Base, genau. Ja. Ich hatte gerade den Small Key und dann gerade nochmal in der Big Chest nochmal eins von den anderen Dungeon Items gesehen, dementsprechend noch ein Item im Basement. Da ist aber dann währenddessen immer auf der anderen Seite immer gleichzeitig so viel passiert wie die Flippers auf dem Berg, dementsprechend auch die Lampe. Da also auch schon mal den Haken dran, hier in Paradox Cave. Und um auch nochmal auf die Lampe zu sprechen zu kommen, da sie eventuell für Dungeons benötigt sein kann oder auch nicht. Wenn der Big Key nicht in der Vanilla Big Key Chest in Eastern ist, dann ist die Lampe auch logisch nicht required, um Eastern abzuschließen. Die Flöte in Cave 45, ja, erzähl bitte. Der Fire Rod kann absolut logisch ausreichend und gefordert sein, um die Armos Knights zu machen und Eastern Palace abzuschließen. Von daher, Lampe auch rein logisch für Eastern muss nicht benötigt sein, seit V31. Aber mit den Flippers, die ganzen Sachen erstmal alle dahin, dementsprechend auch Pot und Co. Nachher alle irgendwo im Spiel. Ob die beiden sich die Lampe abholen werden, sei dahingestellt, wir werden sie nicht zwingend brauchen.
Die Darkwomen sind alle machbar tatsächlich für beide Wanner. Mizzou Meyer, der etwas anstrengendere Darkwomen, gar nicht required. Wir haben gerade auch das vierte Schwert gefunden bei Talane. Auch hier auf dem Berg. Dementsprechend das Schwert, was hinten auf der Soraledge liegt, das werden wir uns nicht abholen. Das ist auch zu weit weg, nur um den Upgrade von Tempered auf Buttersword zu haben. Ist das die Mühe einfach nicht wert, egal in welcher Hinsicht. Dakaris muss sein Schwert noch vom Onkel abholen. Das hat er nicht gemacht, weil er die Flöte hatte, weil der Berg einfach deutlich angenehmer. Bei ihm wäre es halt irgendwann noch eine Option, aber es wird irgendwann mit einer Flöte schnell nachgeholt. Das ist ein ziemlich schneller Check und ich denke mir, das Schwert wird er nicht missen bis zum Ende des Spiels. Schwer. Wenn man das jetzt schon auslässt mit der Flöte, es wird halt nie schneller, es sei denn, er findet die Boots jetzt. Und in dem Fall machst du dann noch extra den einen Check. Der Check ist jetzt auch nicht so schnell, den alten Mann abzugeben. Das heißt, wenn man ihn jetzt nicht macht, also ich kann schon sehen, dass Dracarys das Schwert eventuell doch liegen lässt. Gerade auch mit dem Wissen eben um das eine Schwert auf der Soraledge. Wenn er dann eben vielleicht bei Catfish vorbeikommt, geht das dann vielleicht doch nochmal abholen, um auf Temper zu kommen. Dann müssen wir aber erstmal noch warten, wie das Sims erstmal jetzt noch die letzten zwei Items für Gomod noch gibt. Wie gesagt, der Hookshot sowie die Boots beide noch benötigt. Und wenn die Option nachher, also beide Banner werden erstmal jetzt die Crystal Bundle der Dungeon bevorzugen. Also jetzt hier Ice Palace wird definitiv gesehen. Wir werden auch Palace of Darkness danach relativ zügig sehen. Ist in Logik aktuell mit dem Wissen, was wir hier alles schon gefunden haben. Dementsprechend dann auch Fat Fairy. Und dann kommt nachher das große Würfeln für die letzten Items. Und dann ist ja immer die Frage, ist es vielleicht doch nachher ein Pendant Dungeon? Finden wir noch Bombos auf dem Weg? Finden wir vielleicht eines der beiden und Mizzou Meyer vielleicht? Und wenn dann die Lotionen dünner werden, dann denke ich mal, wird Vicarious vielleicht doch nochmal zum alten Mann gehen. Es wird abzuwarten sein. Und auch eben für Talane, wenn wir jetzt den Hookshot finden, dann ist Talane auch relativ schnell in Swamp und wird auch seine Flöte irgendwann holen. Die aber auch schon gar nicht mehr groß benötigt wahrscheinlich. Also, jetzt habe ich den Ice Palace nicht aufgepasst wegen der Logik. Hab eine Small Key gesehen auf der rechten Seite. Das deutet eigentlich schon immer so ein bisschen auf Hookshot Lock hin. Zumindest logisch, das hätte halt Implikationen für die Red Bomb in diesem Fall. Ja, aber bei zwei gesuchten Items, also klar, erstmal wird sie wahrscheinlich liegen bleiben. Ich sehe nicht sofort jetzt die Red Bomb abholen dann an der Stelle. Ist aber auch nicht genau drauf geachtet. Ich werde es aber gleich mit der Quervis auch nochmal sehen, während ich zuvor nach Pot gehen sollte. Also Pot wird jetzt definitiv die nächste Anlaufstelle werden müssen für beide Runner danach. Man ist inzwischen auch vollkommen in Logik vollklärbarer Crystal Dungeon. Ja, aber klar, wird danach auch sehr wahrscheinlich der Eastern rein. Direkt. Schöner Kampf hier bei Coldstair. Ja, und das war der Ausflug nach Ice Palace. Ja, und Dracarys im Grunde den einen Ice Palace Play mehr oder weniger hinten dran. Geht aber jetzt gerade auch nochmal zurück fürs Tablet. Haben wir es mit Talane gerade auch gesehen mit Spy Cave? Ich glaube nicht. Glaube nicht. Und dann nochmal die Frage, wie es gleich weitergeht. Talane scheint mit dem Linkshaus. Oder jetzt doch die Red Bomb mitzunehmen, dann auf dem Weg nach Pod. Und dann auch noch K45 noch eben zu checken und danach eben auch das Tablet noch zu checken. Also es kann sein, dass Talane jetzt auch die Checks mitnimmt und seine Flöte findet, die nach aktuellem Stand Talane aber auch nicht mehr groß benötigt, außer dass es ein bisschen schneller gehen würde, nachher durch die Welt ein bisschen zu manövrieren. Falls er die noch aktiviert, ja, wahrscheinlich. Allein wegen Meyer-Chat, es wäre schon, wie die Checks noch fehlen. Stimmt, wir haben das Buch hier bekommen. Genau, also mit dem Buch auch derzeit vieles so erreichbar. Meyer-Chat nichts gehabt. Und nein, Talane lässt es erstmal aus. Also das ist vielleicht das Nächste. Wie sehr finden wir gleich noch irgendwas? Wie sehr ist Mizzou Meyer nachher interessant? Das bleibt noch abzuwarten. Das ja. Ist halt wirklich die große Frage. Dracarys holt das Tempered noch ab. Ja gut, dann hat er sich gesagt, macht er erst den Mountain in die vielen Checks, hat da jetzt nichts Wirkliches gefunden außer den Flippers und wohl macht es dann im Anschluss. Ja, aber kann man auch Dorum machen. Ja, wahrscheinlich, er weiß, dass die Flöte auf einer Position liegt, wo man sie gerne skippen könnte. Ich denke mal, das ist so ein bisschen, du hast den Spiegel spät, wir haben mal bei Talane gesehen, dann gehst du den Weg nachher nicht nochmal. Dann ist die Flöte schon ein bisschen isoliert, außer jetzt mit dem Buch da, den Check noch, oder den Dip nach Swamp. Und
Den sehe ich auch nicht allzu hoch. Aber die Optionen werden irgendwann auch kürzer und kleiner und dann wird es dann auch so weit laufen. Ja, und die Red Bomb, nichts von Wert. Da kann ich mir vorstellen, dass der Karius dann vielleicht doch erst einmal danach sofort noch rüber nach Pott gehen wird. Hat also ein bisschen Fußmarsch, den er sich sparen kann. Ja. Also gerade auch wenn eben Ice Palace Hookshot locked sein sollte und die Red Bomb eben nicht den Hookshot haben kann, was halt einfach Implikationen für fehlende Go-Mode-Items hat, kann ich mir durchaus vorstellen, dass dann Dracarys eher auf die Checks geht, die sowieso gemacht werden müssen. Und das sind halt die so auf der Suche nach dem Pub-Wiki. Und die Red Bomb erstmal auslässt. Ja, auch vor allem Palace of Darkness, auch für 5 Checks, vielleicht einen Ticken schneller sogar noch. Und wie du es gerade sagst, ist ein Crystal-Dungeon. Wenn der Big Key tief liegt, dann kann man es eh nicht go-moden. Bis zum Go-Mode fehlen aktuell eh noch mindestens dann auch die 2 Items, oder genau 2 Items zumindest. Und ja, dann macht es auch noch nicht jetzt den Sinn, dass irgendwie liegen zu lassen. Vor allem mit der Flöte ist er schnell da. Bei Talane wiederum, der Weg ist eben lang dahin, wenn man auf dem Weg noch die Red Bomb abgeben kann, wieso auch nicht. Ja. Nur ein weiterer Punkt, wo Talane jetzt dann erstmal weiterhin das Bombos-Tablet unten in Desert, was wir noch gar nicht wissen, was es haben könnte oder wird. Aber was wir wissen, K45, da liegt die Flöte. Und ob die noch eine Bedeutung im Spiel hat oder nicht, bleibt abzuwarten. Wenn wir sind zwei, dass sie den Dracarys dann wieder spielt, wo er die Flöte hat, sein Gegner eventuell nicht, aber sie auch gar nicht benötigt wird. Oh, und mit dem Big Key auf der rechten Seite, ne, sind wir nicht, Jetzt habe ich nicht aufgepasst, wo der andere Small Key war. Der... Das werden wir gleich noch kurz sehen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich hoch, dass wir hier nicht Hookshot-locked sind, aber... Red Bomb hat ja nichts gehabt. Die Eisphysik. Immer ein Spaß. Small Key in Desert Palace. Hinten daher die großen Itemdichten. Ich weiß nicht, was Dings hatte, was Ice-Tier hat. Also Ice-Tier müsste noch einen Small Key haben oder nicht, das werden wir sehen. Was war auf Cold Stair? Ich habe auf gar nichts aufgepasst. Okay. Ich war nur so hier. Nee, weil dann wäre der Dungeon tatsächlich nicht Hookshot-locked. Weil ein Small Key ist erreichbar, du kannst Coldstair logisch nicht erreichen, ohne den Big Key auf der rechten Seite zu finden. Coldstair hatte nichts. Okay, ja, dann ist der Dungeon nicht Hookshot-locked und dementsprechend hat es für Talnana auch absolut Sinn gemacht, die Red Bomb abzugeben, denn der Hookshot hätte drauf sein können. Und wie du schon gesagt hast, einfach auf dem Weg nach Pott die noch mit abgeben zu können. Palace of Darkness gerade übrigens nur mit Smolkies zugekleistert erstmal. Deshalb totales Routing, Smolky gefunden, durchlaufen, non-Smolky gefunden und dann lieber jetzt hier die Vanilla Big Key Chest mitgenommen, dann der Drop nach unten, jetzt auf die White Side, da können jetzt nochmal Items liegen. Bis zu 2. Und dann wird im hinteren Bereich wahrscheinlich mehr die Spaßparty stattfinden. Was wir jetzt hier in den Big Key finden, ist vielleicht so der Punkt, wo man sagt so, uff, hätte man go-boden können, aber es ist so ein Punkt im Seed, da müsstest du schon mal ausgehen, der Gegner muss irgendeine gute Quote getroffen haben, um jetzt schon go-mode zu sein. Danach wirkt es nämlich noch nicht zwingend. Ja, vor allem, was sollte er denn gemacht haben können, dass er jetzt Pot hier in Pott dann im go-mode gewesen wäre? Dann hätte er dann halt den Hookshot finden müssen, hinter dem Hookshot schon die Boots. Das ist einfach nicht wahrscheinlich. War nur ein Item in der Front, das war nur der Big Key. Ah. Erwartet trotzdem von Talane, dass er hier einfach erstmal durchgeht. Aber ja, das genau. Ist der Crystal. Das muss sowieso gemacht werden. Das wird jetzt hier nicht großartig schneller, außer mit den Boots. Aber das würde halt ihm momentan auch nur helfen, wenn die Boots halt back wären. Und ja. Und da kam es das Gleiche. Red Bomb ist in Logik. Entscheidet sich auch erstmal dafür, jetzt die Red Bomb abzugeben. Macht absolut Sinn. Wenn der Hookshot drauf sein kann, dann gibt es eigentlich wenig Grund, das nicht jetzt zu machen, weil es nicht viel schneller wird als das hier. Klar, du hättest trotzdem Pott zuerst spielen können, gerade auch in Dracarys-Position mit der Flöte, um dann halt die Red Bomb vielleicht eben gar nicht machen zu müssen. Aber wenn sowieso noch Flöte und Boots fehlen, das weiß Dracarys zu diesem Zeitpunkt ja schon. Also Hookshot und Boots. So, jetzt dann. Der Dark Boom mit den Turtles.
an sich relativ angenehm, das dann noch mit dem Firewall zu machen. Talan aber sehr stark hier auch mit dem Hammer und mit dem Schwert. Hat eine verfehlt, ja. Ja, aber ja. Das im Dunkeln zu machen, das ist schon eine Menge Skill, die dahinter steht. Ja. Vor allem also man kann es im Prinzip so rausstellen, Talane hat ja auch sehr, sehr viel NMG-Erfahrung und die Strategie, die man in der NMG für diesen Raum benutzt, die funktioniert auch im Dunkeln relativ gut. Man muss einfach nur die Timings für die Inputs können und man hat eine sehr gute Wahrscheinlichkeit, zumindest eine Menge der Turtles zu treffen. Wir haben halt gesehen, er hat nicht alle erwischt. Das kann immer passieren, aber dann hat man halt das Backup mit dem Fire Rod, um die Sachen anzuzünden. Daher, der Raum tatsächlich, wenn man ihn ein paar Mal geübt hat, auch im Dunkeln, zumindest mit mindestens Master Sword, ist eigentlich ganz okay machbar, wenn man jetzt halt eben diese Strategie für den Raum beherrscht. Und Drakaris läuft jetzt den Weg runter nach Pott, auch nicht den Hobo-Check in Talan noch reinrouten konnte. Ich weiß nicht, ob das schneller gewesen wäre, vielleicht doch rüber zu flöten noch an der Stelle. Das frage ich mich auch jedes Mal. Ich würde es glaube, ich denke, glaube schon, es ist schneller da noch zu flöten, gerade ohne Boots. Mit Boots bin ich mir ja nicht ganz so sicher. Weil der Movement dann halt auch über die langen Strecken doch um einiges schneller ist. Ja, Checks noch nicht gesehen haben, hatten wir gerade ganz kurz noch, das war Graveyard Ledge auf jeden Fall noch gewesen. Das hätte Drakaris für ihn ausspielen können mit seinem Spiegel, hat aber seine Flöte auch gefunden auf Quail 45. Tablet, Bombos, Tablet, Catfish. Aber Eastern Palace gleich auch nochmal eine hohe Itemdichte. Talane mit einem seiner Lieblingsbombjumps. Sieht man tatsächlich sehr, sehr selten. Ich spare da unterm Strich auch nicht immens viel Zeit. Also schon ein bisschen jetzt hier in dem aktuellen Layout von Palace of Darkness, aber ist nicht ganz so riesig. Drakaris hat der Hobo gefakeflippert. Ja, direkt im Early Game. Aber das ist eben der Punkt, wenn man jetzt der Hobo noch reinroutet, dann wäre es eben ein bisschen schneller. Da sind übrigens doch die Boots im Back. Ja. Das hätte dann den Weg zu Helmer vielleicht auch minimal schneller gemacht, aber auch hier kein großer Zeitunterschied. Und ich erwarte eigentlich auch von Drakaris, dass er zuerst zu Helmer geht. Ja. Aber so langsam werden die Optionen interessanter. Ganz kurz, Talan hat zwei Small Keys. Wieso hat Talan zwei Small Keys? Das kann ich. Harmless Hallway. Das, irgendwas geht nicht auf. Irgendwas bedenke ich gerade falsch, irgendwas geht nicht auf. Er ist durch die Frontdoor gegangen, also er hat den vorderen ausgegeben, dann kann es eigentlich nur Harmless Hallway sein. Es kann nur Harmless Hallway sein und es ist jetzt natürlich sehr scary ein bisschen an der Stelle. Das ist nicht gut. Sagen wir es mal so. Gut, Talane mit dem Safe and Quit wird wahrscheinlich nach Desert gehen. Er hat die Door ausgelassen mit dem Hammer Jump. Ja, das ist halt, einer ist klar, aber der zweite ist mit einem Fragezeichen über meinem Kopf versehen. Er kann halt trotzdem alle Items rausgeholt haben. Das kann sein, genau. Ich habe jetzt nicht auf die Item-Counts geachtet, aber wir werden es nicht mit Drakaris sehen, denn der wird exakt das gleiche routen eigentlich. Aber werden wir sehen, ob er in Harmless Hallway reingeht, weil du kannst es vorher nicht ausschließen, ob du alle Items hast. Hinterher ja, aber vorher nicht. Wir werden sehen, Talane eben mit dem Buch nach Desert. Wir wissen, Desert war Bootslog, dementsprechend sein erster Trip. Wir werden gleich noch Items sehen. Eins hat er, glaube ich, schon bei Drakaris gesehen gehabt. Also wenn nur noch Desert mit einem Item. Noch Drakaris ohne Boots zu Helmer. Ja, das Routing bietet sich dann halt einfach an. Genau. Und auch mit den Boots ist es nicht so viel schneller. Wir haben keine Lampe. Bis auf diese ein, zwei kleinen Korridore. Ach, weiß ich nicht. Ist es auch mal so ein bisschen fragwürdig. Ja, wie gesagt, danke für die Leute, die die Items mitgezählt haben. Wir hatten es jetzt gerade nicht genau getan. Wie gesagt, Runner sollten eigentlich auf jeden Fall darauf achten, dass man sagen kann, okay, Dungeon hat noch was und Dungeon hat nichts mehr, sodass wir da als Runner keinen Fehler untergeht. Aber an der Stelle, Harmless Hallway hätte er checken müssen. Das ist gar keine Frage an der Stelle jetzt gewesen. Denn ob und wie viel noch im Dark Cross liegt, das kannst du dir ja nicht ausmalen. Vorher schon im Dark Maze übrigens, mein Fehler. Aber gut, wir werden es gleich bei Drakaris sehen, denn er wird es dann sehr wahrscheinlich checken und wir sind ein Hookshot vom Gomod entfernt, das müssen wir auch sagen. Also ein Item, wenn es nicht das eine Item ist, ist es auch nur halb so schlimm.
Was ich mir halt vorstellen kann, was passiert sein kann, ist normalerweise ist ja der Gedanke, wenn man nach hinten geht, ein Pot, hat man einen Helm normalerweise noch nicht gemacht. Und dann geht man harmless hallway und checken. Ja. Wenn man 3 Small Keys hat, die hatte Talane jetzt eben nicht, aber er hat halt vergessen, den für Helmer hinten abzuziehen und dementsprechend mit 2 hätte er harmless hallway in diesem Fall checken müssen. Hätte er nur noch einen gehabt, hätte er es auslassen können. Genau. Also ja. diese ganze Key-Logiken, die so ein bisschen sind, die Runner gehen meistens immer ein gleiches Motto in Palace of Darkness vor. Meistens sagt man sich, man klärt die Front komplett, hat man bei beiden Runnern gesehen, die Front komplett geklärt. Und dann geht man meistens nicht sofort durch zum Boss, sondern erst einmal nach hinten. Und wenn man dann hinten dann das Movement macht, dass man dann diesen Starke U nimmt, diesen U-Turn da, anschließend oben drüber noch die Turtle Chest, dann weiß man, man braucht noch die Small Keys für den Boss, fürs Dark Maze, für Harmless Hallway, das sind die 3 letzten Key Doors. Und da keine Keys mehr droppen, weder auf dem Boss noch im Dark Maze, gibt es keine Small Keys mehr, kann man an der Stelle mal ausschließen, ob hier Harmless Hallway noch ein Item hat oder nicht. Sollte man eben dann 2 Small Keys haben, ist einer für den Boss, einer ist dann noch fürs Dark Maze, hat man 3 Small Keys, ist noch einer für den Harmless Hallway. Und deshalb sehr wahrscheinlich die Wander meistens immer mit dem gleichen Setup, erst die Front, dann das Back, dann den Boss. Und wenn man dann eben rauskommt, man sieht eben die 2, wie du es gesagt hast, dann ist man doch in einem anderen Modus und denkt sich, okay. Eine andere Option, wie das Ganze passieren kann, ist halt auch, wir hatten ja in diesem Fall 5 Smokies vorne in der Front. Und man hat aber sehr, sehr, sehr oft eigentlich nur 4. Und wenn man dann halt rechnet, okay, hinten im Back finde ich, der erste Smokey ist fürs Dark Maze, der zweite Smokey wäre dann für Harmless Hallway. Das wäre in diesem Fall halt auch nicht richtig gewesen, weil wir den fürs Dark Maze schon vorne gefunden hätten. Und nur ein Small Key überhaupt hätte hinten sein können. Und ja, das sind halt so die 2 Optionen, wenn man halt nicht hundertprozentig gedanklich bei der Sache ist, gerade in dem Moment. Und sich zu sehr auf seine Gewohnheiten verlässt, dann sind das halt so kleine Fehlerchen, die sich einschleichen können. So, Gewohnheiten und Fehlerchen. Wir werden gleich sehen, ob wir noch was finden. Es fehlt immer noch der Hookshot. Der wird uns jetzt hier den Go-Mode bescheren für Swamp Palace. Desert abgeschlossen, Desert gibt aber nur ein 2. Herzteil, dementsprechend, das war nicht richtig. Mit der Flöte, wir hätten jetzt Misery Meyer Zugang, Turtle Rock ist immer noch gesperrt übers Bombos. Eastern Palace ist noch offen, wir haben noch 1-2 Mirror-Checks, unter anderem noch Graveyard Ledge auf jeden Fall, Catfish hat man noch nicht gesehen. Es gibt noch ein paar Optionen, Drakkaris jetzt mit dem Check auf Harmless Hallway, das wäre der Spielentscheider an der Stelle, ist es aber nicht, es ist nur ein Schild. Nee. Ja, Talane hat jetzt tatsächlich keine guten Optionen gerade offen. Er kann Swamp Palace ohne Hotspot gewinnen. Easter mit Green Pendant ist doch vielleicht eines der schwierig. Ja, aber er kommt nicht so ganz schnell hin. Er hat jetzt K45 Bombus Tablet. Kingstomb? Okay. Boots Shed haben wir noch nicht gesehen. Boots gerade genau. Eben erst gefunden in Port. Boots Shed natürlich noch 2, die offen sind. Klar, die machen die auch Frage ist, Grad. Geht's danach noch weiter? Hookshot auf Pedestal wäre jetzt eine Möglichkeit, die noch existieren würde. Die einzige im Seed. Die noch irgendwas wäre. Genauso gut, aber auch Misery Meyer. Wir haben eben das Ether-Medaillon, wir können mit den Boots rein, das ist in der Logik auch drin. Das wird gleich für Drakkaris eben die Chance sein, seine Münze zu werfen. Soweit sind wir fast schon runter durch den Seals immer. Wird gleich auch Desert noch gehen und dann ist die Frage. Ich bin mal gespannt, Drakkaris, ob er jetzt hier nach Eastern reingeht. Denn bisher hat er sehr, sehr gründlich gespielt und das würde eigentlich dazu sprechen, dass er nach Eastern reingeht, aber auch er lässt es erstmal aus. Das letzte gefundene Schwert oben in Bonkworx. Und Talane mit dem Safe and Quit. Ist es doch der Swamp Dip? 4 Checks wird Talane auf jeden Fall zur Flöte führen. Zu den 4 Checks in Swamp. Wird wahrscheinlich in die Richtung gehen, mit dem Tablet noch. Ist die Chance für Drakkaris, die Flöte auszuspielen? Also, es könnte vielleicht darauf hinausgehen, vielleicht über die Flöte versus den Swamp Dip. Ja, also. Sind nur noch Bombos für Turtleburg. Also, ich sehe jetzt Talane hier auf jeden Fall das Tablet und K45 mitnehmen. Ja, naja. Kann mir eigentlich schwer vorstellen, dass das Swamp zuerst macht. Ja, nee, also da zuerst auf gar keinen Fall, aber das ist eben so jetzt die Frage, wie geht's für Talane gleich weiter? Doch, Swamp. Ich meine, der Vorsprung ist doch ungefähr da, auch mit der Flöte, auch wenn man jetzt die Flöte aktivieren würde. Dann wären sie hier von den Checks her ähnlich auf. Nicht ganz ähnlich, nennen wir es mal. Und das heißt, es ist gleich schon so der Punkt, dass wir sagen können, Talane hätte jetzt hier vielleicht einen halben Desert-Vorsprung. 2 Minütchen. Aber die Maya Area Checks hat Drakkaris schon. Dann steht Talane oben in der Maya Area. Also es ist jetzt schwer für Talane, die jetzt gleiche Entscheidung, die Drakkaris gleich haben wird. Was machst du jetzt mit dem, was du gerade hast? Ja, der geht erstmal Richtung Tablet. Das Tablet noch, ja. Ist noch sinnvoll. Danach wird er vermutlich Safe and Quitten und die Flöte aktivieren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass in dieser Situation
Swamp Dippen möchte, wenn er gerade eine andere Option bekommen hat. Wobei er es trotzdem machen könnte. Es ist schwer in dem Seed. Also jeder Check hat so seine 3-4 Items. Jeder Check dauert seine Zeit. Und der schnellste wäre tatsächlich noch Maya Area. Ja, aber das wäre halt auch erstmal Flöte aktivieren. Und wenn der Hookshot einfach ein Swamp ist und er die Flöte gar nicht aktivieren muss. Ja, und es sieht wohl nach dem Swamp-Play aus. Ja, okay. Das ist eben jetzt das, was eben am so einem hohen Niveau nachher auch so ein Races entscheiden kann. Der Vorsprung ist marginal. Er ist nicht riesig, beide mit den ähnlichen Optionen. Und die Frage ist, wer geht welche Option. Und wenn sie beide das Gleiche machen, hätte Talan einen Vorsprung. Wenn sie sich gleich nochmal unterscheiden sollten, dann kann das hier schon relativ spielentscheidend ein bisschen eine Seite sich kippen. Vor allem, es können hier bis zu 4 Items jetzt auf Talane warten. Es können aber halt auch nur 2 sein und dann Haufen Dungeon-Items. Ja, und wenn es nur 2 sind, dann sind in Maya genauso viele Items verfügbar. Und dann wäre es halt wirklich quasi ein Münzwurf. Was davon wäre jetzt vergiss die richtige Entscheidung? Vergiss Easter nicht mit 4 Items, noch mit Green Pendant. Ja. Wobei, das ist jetzt halt wiederum diese Sache, Drakkaris hat das gerade ausgelassen. Okay, mit der Flöte kommt er noch recht schnell wieder hin, aber möchtest du das in diesem Fall dann auch schon? Fühlst du dich vorne? Möchtest du irgendwas, das Gefährlichste von den Plays machen? Möchtest du irgendwas machen, was der Gegner vielleicht schon gemacht hat oder nicht gemacht hat? War vielleicht Talane schon mal in Eastern drin, ohne Bogen? Und du hast den Bogen jetzt und hast vielleicht am Ende nochmal 2 Items mehr, die der Gegner nicht hat. Es ist eine Kopfgeschichte, es ist eine Entscheidungsgeschichte, du gegen deinen Gegner. Drakkaris geht fürs Maya-Play. Das ist eben super schwer. Das ist auch das Spannende in dem Seed, weil das kann jetzt hier. Am Ende ist es Eastern und beide machen erstmal beides das andere und anschließend nochmal das, was der Gegner gemacht hat. Es ist alles möglich. Ja, also in Drakkaris Position mag ich das Maya-Play hier auf jeden Fall relativ gerne, denn er hat die Flöte recht früh gefunden, die man hätte auslassen können, dank dem Buch. Ja. Ja, und es ist halt seine Gelegenheit, in diesem Fall Checks zu machen, die der Gegner höchstwahrscheinlich nicht gemacht hat, die ihn zum Sieg führen würden. Von daher. Hier nach Desert bietet sich das einfach an, jetzt da gerade auch Eastern ausgelassen hat. Ich bin absolut auch dafür, ich mag Desert, mag das Play, wir haben jetzt die Boots, es ist Ether gewesen, man können rein. Warum nicht? Mal sehen, was passiert. Aber ebenso Swamp Palace, auch oft genug schon die Erlösung gewesen. Es ist nicht so, dass es hier aus irgendeinem Grund ablesbar ist, was oder was es nicht wäre. Und es ist Swamp. Zweite Kiste. Dementsprechend soll das Glücklichste, was du in Swamp rein kannst für Talane. Und damit Go-Mode, 1:06:30. Das wird jetzt für Drakkaris schwierig. Ich meine, er hat kein Patch-Check gemacht. Geht er zum Boss mit 0 Items, wenn er 2 Items findet? Geht er früh raus? Geht er vielleicht doch auf Swamp Palace? Wie groß ist Talanes Vorsprung? Er wird groß genug sein, um es jetzt aus eigener Hand locker in die Ziellinie zu führen, aber... Ich lege mich hier an dieser Stelle auch schon fest, da Talan ja auch schon seinen 7. Crystal angeht. Also jetzt dadurch, dass Drakkaris eben gerade im falschen Dungeon unterwegs ist, ist das hier eigentlich schon gelaufen. Das Einzige, was das hier noch umdrehen könnte, wäre, Drakkaris geht jetzt direkt nach Swamp, nach diesem Play und findet dann mit einer Nummer 3 den GT-Biki im Tile Room, was Talan auf der 22 findet und... Deshalb, es kommt jetzt auch an, wo die Items liegen. Der Vorsprung für Talan ist schon groß genug, um es selber ins Ziel zu bringen. Das ist es eben. Also, das ist der Unterschied im Ziel. Es ging darum, 3 Optionen plus noch ein bisschen Off-Checks. Was macht wer? Wer geht wohin? Und was ist am Ende richtig? Und richtig war es vorm Palace. Das ist im Prinzip die Geschichte dieses Ziels Talane heute einfach. Mit den guten Entscheidungen, mit den richtigen Entscheidungen und Ja, und Drakkaris wird es mit der Flöte beenden, die ihm wieder vor dem richtigen Checks abgelegt haben. Wie gesagt, ich erinnere mich an unser Halbfinalspiel, was er in Spiel 1 verloren hatte, wo er auch die Flöte hatte, die ihm einfach am Ende die Zeit gekostet hat. Beziehungsweise in dem Fall einfach nicht die richtigen Items hinter der Flöte lagen, die er haben musste. So, unser Biki Gessin Game startet gleich. Biki Gessin Game. In Gennens Tower brauchen wir gleich noch den großen Schlüssel, um diesen letzten Dungeon abschließen zu können. Wir raten gleich, nachdem Talane diesen Boss besiegt hat, den Crystal in Händen hält, wie viel Checks Talane angehen muss, um diesen großen Schlüssel zu finden. Das heißt also, wenn der Boss besiegt ist, der Kristall aufgehoben ist, starten wir den Bot und mit dem Start des Bots könnt ihr eine Zahl von 1 bis 22 in den Chat schreiben. Derjenige, der richtig rät, gewinnt Punkte aufs Leaderboard. Wir erwähnen den Namen nochmal ganz gerne und freuen uns mit ihm. Das ist alles, was dazu gesagt ist. Zeit habt ihr, bis wir Gennens Tower gleich betreten. Das ist in einer guten Minute. Ohne aktive Flöte. Nimmt einfach den Safe und Quid hoch. Ja.
Es tut mir wirklich leid für Dracarys, denn es ist das zweite Spiel, was er verlieren wird, wo er eine Flöte hat, aktiviert hat, nutzen kann, konnte und es am Ende sich einfach null ausgezahlt hat. Es ist ein bisschen sehr ärgerlich. Wir haben das zweite Item immer noch nicht gesehen in Misery Meyer. Der Worst Case fällt nicht auf den Boss. Das wird ihn auch mit der besten Route jetzt sofort Nassform immer noch weiter nach hinten schieben, während Talane eben auf dem Weg ist. Das Equipment ist gut, das letzte Schwert, wie gesagt, ist gar nicht benötigt. Der Unterschied von Tempa zu Butter, einfach nicht der Rede wert. Auf jeden Fall nicht für die beiden Runner. Silvers wäre noch eine nette Beigabe. Und anscheinend das zweite Item tatsächlich auf Vitrius selbst. Die absolute Höchststrafe in diesem Fall für Dracarys. Das ist... Es ist einfach nur bitter. Ja, wie gesagt, Dracarys hat noch ein paar weitere Optionen. Ich meine, wenn er jetzt Bombus findet, dann sind wir übrigens in Turtle Rock. Also an Dracarys Stelle weißt du ganz genau, wir müssen irgendwas anderes noch nachgehen. Ja gut, das Bombus, das kann halt in dem Fall vielleicht noch so ein bisschen das Glück sein hier, dass ihm zumindest das erspart bleibt, weil das kann einfach ein GT sein, das wäre in diesem Fall gar nicht so unwahrscheinlich. Es wird trotzdem nichts dran ändern, dass Talane jetzt hier einfach gleich GT betritt und wahrscheinlich den Biki gefunden haben wird, bevor Dracarys im Go-Mode ist und von daher, ja... Von daher, die letzten Sekunden noch beim Biki Guessing Game teilzunehmen, eine Zahl von 1 bis 22, wenn man mitraten möchte, wo der Schlüssel liegt. Die letzte Zahl, die man nennt, zählt dann und das Spiel wird jetzt auch jede Sekunde gestoppt. Und ja, Talane mit einem gigantischen Vorsprung. Denn im Regelfall braucht Talane nicht länger als 10 Minuten, um das Spiel jetzt zu beenden. Und das ist schon sehr hochgegriffen, fast schon. Vor allem, wenn der Biki auf der 1 liegt, dann ist es noch höher gegriffen. Leider kein perfektes Layout. Das perfekte Layout wäre noch Smolky und Biki. In dem Fall müssen wir noch kurz das Smolky abholen gehen. Ja, den da. Muss nicht mal zur Pott gehen, sondern kann den einfach von der Torte abholen. Ich hätte jetzt den Pott sogar auch noch mitgenommen, einfach um auch die Omnitzer zu besiegen. Auf jeden Fall besiegt hat uns der WinterTV im Biki Guessing Game mit der 1. Ebenso Yasya, also guessed exactly. Congratulations. Ja. Und ja, das hilft, also auch wenn du es angesprochen hast, Dracarys vielleicht noch mit ganz viel Glück mit dem Biki oder was. Das gibt's nicht. Das hat bereits Talane gepachtet heute, das Glück mit dem Biki. Zumindest für die Situation, in der wir uns gerade befinden. Und jetzt ist im Endeffekt so der Showlauf, die letzten 5 Minuten im Seeds, die beiden Runner schon mehr als unzählige Male gemacht haben. 20 Rupees. Vielen Dank. Talane, ich hatte es angesprochen. NMG erfahren, hat eine relativ starke Zeit. Ich meine, war das irgendwie sogar 1,25 inzwischen, das letzte Stand, irgendwas Aktuellstes. Auf jeden Fall schon sehr, sehr weit oben mit dabei und GT mit diesem Equipment. Das kennt er in- und auswendig. Hat sogar noch ein paar Extras in Form von Half Magic. Okay, vielleicht 2 Herzen weniger als das gewohnt ist, aber ich glaube, das wird ihm nicht allein das Puder hilft hier zur Not wieder auf. Die Frage, den beiden gleichen Randomizer spielen. Genau, also Link to the Past, Randomizer, ist immer, man kann sich die Seeds erstellen, sind immer dann neu und zufällig, dementsprechend natürlich weiß keiner, wo was liegt. Dann, wenn wir das basen und das auch ein bisschen dabei ein bisschen messen möchten, wer mehr Glück hat, wer besser ist oder wie man das betrachten möchte, ist es dann immer so aufgebaut, dass beide diese gleichen Seeds spielen, beide diese gleiche Itemverteilung spielen und dementsprechend, wir wissen, wo Dracarys hin muss und zwar hier rechts nach Swamp Palace und da ist dann sein Hookshot, den er braucht. Und nur so können wir das dann eben auch vergleichen, wer von den beiden dann am Ende auch der Sieger ist. Wenn wir hier 2 verschiedene Seeds spielen würden, der eine ist hier nach 10 Minuten schon mit allen Items ausgestattet, der andere gar nicht. Das wäre dann auch nicht fair. Wir haben es auch noch ganz kurz. Alle Infos, auch wegen dem Randomizer, wenn jemand sagt mit, hey, ich kenne das Spiel vielleicht aus meiner Kindheit oder das sieht so spannend aus und die beiden liefern eine gute Show ab. Ihr könnt gerne auf jeden Fall in den Runnern folgen, wenn ihr gerne möchtet. Beide hier im Finale bei uns im 4. deutschen Turnier. Definitiv immer einen Blick wert, wenn sie Randomizer spielen. Da gibt es immer sehr viel dazu. Oder natürlich auch wahlweise gerne auf unserem Discord. Da gibt es jede Frage, die man stellen möchte, auch eine passende Antwort von sehr vielen Leuten. Auch auf jeden Fall zu empfehlen. Und wir sehen es gerade bei Talane, das ist jetzt hier gerade so aus dem FF runtergespielt. Nimmt sich hier nicht mal die Full Magic mit, hat wohl seine Magie als ausreichend erachtet. Ja, er musste auch extra gerade warten, um sich noch den Einschuss daneben zu setzen, weil es genau passt auch nur. Das macht die Kiste auch für die Silvers, schade. Kann jetzt nicht powdern, müsste eventuell Fake powdern, wenn er wollte.
Ich glaube, wir hatten sogar eine Fee. Ich weiß nicht, wo die Fee herkam, um ehrlich zu sein. Wenn er sie auch hat, dann wird es vielleicht sogar umso egaler sein an der Stelle. Sieht da noch aus. Gibt's nochmal einen Schlüssel gratis. Muldom. Nicht ganz freundlich. Talane mit dem Spin, glaube ich, ein paar Frames zu früh. Ist nur vom Kopf abgeprallt. Also der One ist fertig, so wie man es eben vom Vanilla-Spiel aus kennt. Wir müssen die 7 Kristalle sammeln. Wir haben 10 Dungeons, 3 davon sind diese Pendants, 7 davon sind diese Kristalle. Wenn wir alle 7 Kristalle haben, dann öffnet sich hier der letzte Dungeon des Spiels, Ganon's Tower, den Talane auf den letzten Zügen schon beklettert. Ganz oben befindet sich so ein kleiner Nebenboss noch, nennen wir ihn mal ganz nett, Agar 2. Und anschließend geht es dann zum finalen Boss, das ist Ganon, den werden wir dann in wenigen Augenblicken auch gleich erleben. Und nachdem man Ganon besiegt hat, betritt man dann das Ende des Spiels, das Triforce-Räumchen, den Triforce-Room, und mit dem Betreten von diesem Raum endet dann das Spiel. Nicht nur, wie man das als Kind eventuell kennt und wie man es auch so durchspielt, sondern auch im Randomizer. Das ist unser Hauptziel in der Regel. Es gibt verschiedene Zielsetzungen, die möglich sind für den Randomizer, den man auswählen kann. Heutige Zielsetzung ist eben halt Ganon besiegen. Das erfordert in diesem Fall eben das Abschließen von Ganon's Tower, damit die Pyramide sich öffnet, damit man zu Ganon reinkommt. Es gibt noch ein paar andere Siegbedingungen, die ausgewählt werden können, wenn man sich das so einstellt. Man kann sich als Ziel setzen, das Pedestal zu ziehen, wo normalerweise das Master Sword ist. Man kann ein Triforce Piece Hunt spielen, da gibt es überall in den Truhen über den Seed verteilt Triforce Pieces, und wenn man eine bestimmte Anzahl gesammelt hat, kann man die bei einem bestimmten NPC abgeben, dass es speziell im Randomizer eingebaut ist, damit der Seed beendet ist. Aber wir spielen hier einfach ganz. Ich wollte gerade sagen, du erklärst sehr viel, was wir heute nicht sehen werden. Wir sehen nämlich jetzt gerade den letzten Boss des Spiels und man sieht eben, was da für eine Routine herrscht. Das war Phase 1 und 2, Phase 3 ist noch ein bisschen anschlagen, Phase 4 benötigt in der Regel noch Silberpfeile, die man aber auch weglassen kann, wenn man weiß, dass es da auch eine andere Strategie gibt, und zwar gleich bei Ganon sogenannte Spins zu machen, ihn dann so auch zu treffen in einer Phase, und dann reichen da auch 12 aus. Ja, Ran hat es gerade angesprochen mit den ganzen anderen Modi. Das Problem ist halt, es gibt Modis, die sehr kurz sind, wie du es gerade gesagt hast, wie dieses Triforce-Piece-Hunt. Und das ist meistens kompetitiv gesehen nicht mehr allzu spannend, denn dann geht es einfach nur darum, wer hat Glück gehabt, wer hat diese eine Location eher gecheckt als der andere, und da die Seeds meistens sehr kurz sind, ist das ganz gerne weggefallen, ja. Also gerade im letzten Dungeon des Spiels, Ganon's Tower, da sind irgendwo diese Silberpfeile. Die würden diese letzte Phase ein wenig angenehmer gestalten, ein wenig schneller gestalten. Aber wir sehen es bei Talane 12-mal, wenn sich Ganon wegteleportiert, kann man ihn kurz treffen. Hat die Hälfte schon rum, hat den Early Spin gekriegt, hat wunderbar in die Triples reingefunden. Ah, hat den hier verpasst, das ist aber nicht so schlimm. Wenn ich richtig gezählt habe, müsste das jetzt Nummer 9 sein, und wenn er noch ein Triple bekommt, dann ist der Kampf auch schon wieder vorbei. Genau. Auf unserem Discord-Server gibt es alle Infos rund um den Stream, rund um die Wanna, rund um das Turnier, aber auch generell um Wälder. Aber das ist auf dem Discord alles zu finden. Was Talane jetzt findet, ist nämlich das Ende des Spiels. Deshalb bereitet schon mal die GGs in den Chat vor, denn Talane muss jetzt nur noch durch den Raum nach oben betreten. Genau. Eine letzte Brücke überqueren. Beendet mit einer Zeit von 1:17:30. Relativ flott diesen Seed. GGs. GGs an Talane. Ja, Drakaris hat es mitbekommen und hat umgehend forfeitet. Genau. Also die Wanna haben einen Blick darauf, wer wie wo gerade im Seed ist, wenn man es sehen möchte. Beziehungsweise wo wer den Seed beendet, wenn man es sehen möchte. Genau. Also natürlich kein Blick auf den Stream, aber ein Blick auf einen kleinen Chat, wo anschließend mal noch gesprochen und geschrieben wird und wo auch dieser Timer gleichzeitig startet. Und hat gesehen, Talane hat beendet und hat dann auch gesagt, das ist in Ordnung. Also auch GGs an Drakaris. Er spielt jetzt nicht mehr zu Ende, auch er im Go-Mode, auch auf dem Weg nach oben. Jo. Und beide kommen dann gleich noch ganz kurz zu uns zu einem Interview. Jo. Nach diesem doch sehr spannenden Race. Ja, GGs euch beiden, Drakaris und Talane. Hey, GGs. Ja, der Hookshot. Ich meine, wie immer, Talane dann der richtige Riecher dem Ziel auf einmal gehabt in Swamp Palace. Wie ging's?
generell, wolltest du rein? Hast du dann doch noch überlegt, mit der Flöte noch zu hantieren, die du eine Sekunde vorher noch gefunden hattest? Wie war dann dein Gedankengang in dieser entscheidenden Phase des Seeds? Wir hatten hier Flippers und Buck, glaube ich, auf dem Berg gefunden. Das heißt, ich wusste, dass Flut irgendwo noch rumliegen muss. Und zwar nicht in Swamp oder in Eis oder so. Und ich wollte sie einfach nicht finden, sagen wir mal so. Deshalb bin ich auch nicht nach Easter gegangen. Hab sie dann später doch gefunden. Dann dachte ich mir, okay, aktivierst du sie jetzt oder doch nicht? Dann dachte ich mir so, nee, du wolltest jetzt eben Swamp gehen, dann machst du das jetzt auch. Und dann zur Not kannst du immer noch Flöte aktivieren. Und ich habe mich eigentlich relativ ahead gefühlt die meiste Zeit. Weil ich fand, das lief auch Early Game schon relativ gut. Und dann dachte ich, so ein Swamp Dip, das kann ich schon mitnehmen. Und wenn es halt da nicht ist, dann ist es wahrscheinlich trotzdem noch okay, sage ich jetzt mal. Außer ich habe wirklich viel Pech gehabt. Ja, also wir können es ganz kurz mal im Early Game sagen. Du hast halt eine extrem gute Route getroffen im Early Game. Kakariko als letztes aufgespart, dann eben mit dem Mitz in die Dark World gegangen. Da hattest du dann den Vorsprung 2 Minuten auf der Kürbis gehabt. Er hat dafür den Spiegel eher gekriegt und hat dann eben nur diese 1-2 Checks genommen oder eben auch zur Flöte. Und dann waren es also diese 2 Minuten, haben sich ein bisschen durch den Seed durchgesetzt, als ihr beide dann auf der Frage wart mit, wo finden wir den Hookshot. Da waren es bei dir knappe 2 Minuten, da warst du wohl auf dem Weg Richtung Swamp, da war eben der Kürbis gerade noch in Desert Palace. Also es war dementsprechend relativ eng beisammen tatsächlich. Es war dann nur die Frage, welcher Dip darf es denn gleich sein? Und da hat sich dann eben der Karius dann für seine Flöte entschieden. Worum mir dann auch direkt wieder die Anekdote kam. In unserem Spiel damals, der Karius, du mit der Flöte und hast einfach in dem Seed damit keinen gigantischen Vorteil rausgezogen. Ja, im nächsten Seed ignoriere ich die Flöte. Nee, also wie ging es dir, Lightworld? Wie hast du dich da schon gefühlt oder war das noch gar nicht mal so schlimm, weil du dachtest, Talan spielt genauso in der Lightworld? Hab mich jetzt eigentlich nicht so schlecht dabei gefühlt. Eastern Area checkt man meistens relativ spät, außer man hat den Bogen von Sick Kid früher vielleicht. Aber selbst wenn ich Lightworld full clear und den Mid spät finde, fühle ich mich da eigentlich nie wirklich schlecht. So hat es dann angefangen, als ich dann Misery Maya reingegangen bin und dann das zweite Item einfach nicht gefunden habe. Dann Vitrius gekillt für den Big 20, da habe ich mich dann schlecht gefühlt. Ja, es ist. Also an dem Moment wussten wir eben schon so alles klar, wir können jetzt nur noch hoffen, dass du da möglichst schnell die beiden Items findest und dass irgendwas vielleicht in GT noch passieren kann. Aber der GT Big Key übrigens auf der 1 im Hope Room direkt oben rechts die Kiste. Also da ab dem Zeitpunkt wussten wir, uff. Und dann kam es bei dir eben, dass du noch durchgehen musstest. Und das war dann am Ende dieses Pick Your Poison. Gerne 2 Minuten Vorsprung für Talane, der zuerst seinen Tipp abgeben durfte, wo der Hookshot liegt. Und wenn er dann richtig tippt und du den falschen Dungeon betrittst, dann ist es meistens schon sehr ärgerlich, das nochmal auszugleichen. Übrigens keiner von euch in Eastern, falls das noch irgendwie in den Köpfen schwirrte. Talane, was war in Palace of Darkness eigentlich los? Das ist, hätte dir auf die Füße fallen können. Und zwar, du hast Harmless Tollmir nicht gecheckt. Ja, du hast 2 Smolkies gehabt, hast den Hammerjump gemacht und ich dachte mir so ganz kurz, hab ich hier was übersehen? Du musstest einen Smolky irgendwo nicht ausgegeben haben. Das könnte Nee, du hast recht. Ich hab einfach falsch nachgedacht. Nee, sag ich mal. Genau, das hatten wir die Vermutung auch schon gehabt. Du dachtest 2 Keys, alles klar, so okay. Wie immer. Nee, du hast schon recht. Ich hatte mich auch gewundert, weil ich mir dachte, so, wieso ist jetzt die Kiste oben links kein Item? Und dann dachte ich mir so, okay, ist schon, was soll's, einfach weggehen. Keine Ahnung, ich war eigentlich überzeugt davon, dass da auch ein Key ist, aber ich habe nicht so wirklich nachgedacht. Das ist schon richtig, was du sagst. Nee, es war auf jeden Fall der Punkt mit, okay, Drakaris wird uns gleich zeigen, was in der Kiste ist, der wird das wahrscheinlich nicht wegtracken oder nicht irgendwie, er hat es auf jeden Fall nicht verpennt. Und es war dann nur ein Schild, also an der Stelle nochmal sehr glücklich für dich ausgegangen. Das hätte schon unabhängig von jedem Playstyle und jedem Skill, der da noch auf jeden Fall sehr stark vorhanden war bei beiden Seiten, hätte das eine Entscheidung sein können, die sehr ungünstig gewesen wäre, aber alles gut gelaufen. Ich wollte es nur angesprochen haben, hast du noch eine Kleinigkeit zum Spaß? Nee, ist richtig, ja. Nee, ist ausnahmsweise mal nicht das Item dann da gewesen, freue ich mich. Naja, Gott sei Dank, ja. Glücklicherweise, man kennt das, so Back of Tavern oder irgendwie ja. Back of Blinds hat irgendwer geskippt und dann vergessen und man kommt nie wieder zurück und da liegt dann dein Item und... Du hättest halt, ja nicht auf dem Schirm gehabt, du hättest ja niemals drüber nachgedacht, ja. Nee, ich wäre da nie wieder hingegangen, das verspreche ich dir. Erst wenn ich alles gemacht hätte und mir dann gedacht hätte, war vielleicht irgendwas in den Dungeons, was komisch war, dann wäre mir vielleicht Pott wieder eingefallen. War es auch nicht ganz sicher dann. Gut, dann da vielleicht eine Frage noch, die so ein bisschen auf oder mir jetzt so ein bisschen kam.
Dein Gedanke, du hast zwei Bomben ins Sand gesetzt für dein Splash Edition und siehst danach nicht das Schwert glücklich. Auf der Sora Ledge. Ja, nicht glücklich. Ja, also beide. Also Dirk Harris hat früh im Sealed eben nur noch den Fangclipper aufgesetzt, wo wir wussten, du hast eine deutlich bessere Route getroffen in der Lightworld. Da hat Dracarys dann schon die anderen Checks noch mitgenommen über die ganzen Fangclippers. Und auch das Gleiche, er sieht das Schwert und man denkt sich an der Stelle mit, okay, wenn Talane später mit den Flippers wiederkommt, dann könnte es sein, dass das Schwert eventuell in irgendeiner Welt noch interessant werden könnte. Und dann kommst du auch an ohne Flippers, aber okay, du hast den Bogen, du hast ein paar Bomben, das wird jetzt vielleicht zweimal Splash Edition sein, holst das Schwert ab und dann exakt diese beiden Bomben. Das war eine schöne Szene, also habt ihr euch beide auch eigentlich nur ausgeglichen mit einer Info über ein Schwert, was ihr beide nicht kriegen konntet und ja, zum Glück gab es ja die anderen Schwerter noch irgendwo. Ja, ich war nicht glücklich. Als ich das gesehen habe, ich dachte so, okay, hoffentlich hat Sora jetzt Bomben und dann hätte ich es vielleicht noch hinkriegen können, aber naja. Sollte nicht sein. Dann habe ich mich ein bisschen geärgert und dachte mir, okay, das kannst du aber irgendwann noch abholen, wenn du dann Flippers hast am Ende, du machst Ice Palace, Mirror und dann holst du das halt und dann ist das auch okay. Aber ja, kam ja dann nie, also war ja dann nicht mehr notwendig. Ja, und ja, Dirk Harris, die Frage kam gerade im Chat schon auf. Du hast schon ganz große Wünsche. Hast du dir jetzt genau schon überlegt, was es dann für dein Seed wird jetzt in Spiel 2, wo du ein paar Kleinigkeiten wieder ändern darfst oder machst es noch irgendwie ein bisschen aus, dann. Euer nächstes Spiel war angesetzt für morgen die gleiche Zeit, glaube ich, ne? Ja. Yep. Wir brauchen auf jeden Fall einen interessanteren Mode für Game 2, das war ja ziemlich langweilig. ich würde jetzt spontan sagen, Inverted Kisanity Animizer All Dungeons. Das klingt nach zu viel, glaube ich. Wir haben auch, glaube ich, das Finale nur drei. Auch drei okay. Nur, genau. Dann. Ach du, wegen mir können wir das auch nehmen. Ich hab dann. Je weniger hier so Standardmodus ist, desto glücklicher bin ich, glaube ich, an der Stelle. Ja, dann lassen wir halt das Old Dungeons weg. Ist zwar wieder gefährlich, aber egal. Ja. Wenn Talane wieder ein paar Kisten auslässt, keine Sorge, ne, dass das gleicht sich am Ende wieder aus, glaube ich. Es ist immer noch Kisanity, das ist immer noch gut genug, dass man halbwegs fulchen muss. Also, es ist Kisanity, es ist sowieso ein Old Dungeons. Es steht noch nicht drauf. Ja. In dem letzten Inverted Kisanity hatten wir einen Turtle Rock Big Gear Pad, also. Ich hab diesen Seed wieder vergessen, also das war ganz grausam. Ich hatte ja erzählt, wir hatten unseren Spaß im Halbfinale gehabt. Ja, bei Dracarys kommen nur spannende Seeds bei rum, hab ich das Gefühl. Also ich, es kann nur gut werden, egal was du auswählst, denke ich. Es kam gerade noch mal ganz kurz die Frage wegen irgendwelchen Preisgeldern und Co. Ganz kurz, weil wir gerade eben die Chance haben, darüber zu reden, weil wir beide so ein bisschen ja auch darüber noch involviert waren, Ralen und ich auch im Hintergrund, im Vordergrund, wie auch immer. Es gab vor Ewigkeiten beim zweiten deutschen Turnier tatsächlich mal Preisgeld, das wurde im Vorfeld dann eben schon mal bekannt gegeben, etc. pp. Da im Vorfeld hier nichts gab oder angesprochen war, gibt es natürlich nichts. Es ist immer einfach nur Ruhm und Ehre. Das ist auch der Vorteil, dass dadurch auch keiner auch nur ansatzweise die Idee hat, sich da irgendwie unfaire Vorteile zu verschaffen. Wir nennen es auch mal ganz böse Cheaten oder irgendwas dergleichen. Wenn wir jetzt hier sagen, wir spielen um 10.000 Euro, dann kann man davon ausgehen, dass es hier nicht mehr auf einer sehr fairen Basis ausläuft. Ebenso jetzt auch im Laufe des Turniers dann noch irgendwelche Sachen noch groß hinzuzufügen oder wegzunehmen, ist natürlich auch mal ein bisschen fragwürdig. Übrigens, Talane, du stehst gerade im Finale, ne? Jetzt frag mal ganz schnell, warum es ein Preisgeld gibt. Das ist immer so ein bisschen... Lieber im Vorfeld des Turniers, da hatten wir dieses Mal nichts angesetzt, dementsprechend wird es darauf hinauslaufen, dass ihr erst einmal soweit offiziell hier nur Ruhm und Ehre spielt, weil die Frage gerade öfter mal kam von den Leuten. Wieso klang das jetzt so, als hätte ich gefragt? Nee, ich habe einen internen Gag gehabt, als ich im Halbfinale war, habe ich auch schon gesagt, so, ich frage mal ganz schnell ein paar Leute, ja, ob jetzt auch die ersten Top 4 mal ein Preisgeld kriegen. Das ist halt im Laufe des Turniers nachher auch nicht mehr allzu fair, wenn es am Ende dann heißt, ach ja, übrigens hier... spontan gibt's doch 10.000 Euro für den Sieger. Das haben wir aber vorher nicht verraten. Das ist ein bisschen Käse. Ja, nee, ich denke, es ist ja auch ein Hobby und genau. Man will sich ja auch einfach mit den anderen messen und keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie andere das sehen, aber ich brauche da kein Geld dann dafür. Und ansonsten gerne irgendwann immer vor dem Turnier, dass man eben vom Vorfeld, wenn man Regeln und Co. schon aufsetzt, es gibt immer ein Regeldokument etc., dass wenn man dann irgendwas haben möchte oder irgendeine kleine, wir hatten gerade hier noch gesprochen, irgendwelche anderen Naturalien eventuell, das kann man dann wunderbar im Vorfeld mit aufnehmen, aber das sollte irgendwo ein bisschen abgesteckt sein. Was da irgendwo im Privaten noch geht, es gab ein paar Kleinigkeiten, die ich da noch mitbekommen hatte, das kann man irgendwie noch gerne nebenbei haben, aber so von offizieller Seite aus ist in diesem Turnier erstmal nichts vorgesehen, aber das ist auch schon seit der Planungsphase dann.
Zunächst mit 64 gestartet. Basti, dafür alle Infos, ne, wir hatten die Links gerade ein paar Mal drin gehabt, ist jetzt gerade im Interview, wo wir auf dem letzten Metern sind des heutigen Streams, ein bisschen viel des Guten, sonst sitzen wir morgen noch hier. Ich kenne uns nämlich, mit Rahlen dürfen wir nicht so lange sitzen, das war ganz gefährlich. Hatten wir irgendwelche Eindrücke noch vergessen vom Seed? Mal eine Frage so in die Runde hier hinein. Gab es irgendwas, was gerade an uns da vorbeiging, was noch irgendwie auf dem Herzen liegt? Dann überlege ich noch schnell. Kein Bombus. Ich hätte mich doch gefreut, Bombus zu finden, Drakaris. Dann hätte ich gesagt, okay, du hast nichts. Dann hätte ich gesagt, du hättest alles richtig gemacht, nur leider falsch. Also das wäre genau das gewesen, was ich noch irgendwie... Ja, das wäre halt aber eine Frage. Das Lustige wäre gewesen, dass ich wahrscheinlich Dalana wahrscheinlich gefinisht hätte, bevor ich überhaupt noch Turtle Rock rein wäre. Und ich dann wahrscheinlich total perplex gewesen wäre. Nee, das wäre vielleicht noch so eine Frage, die mir spontan noch einfallen würde. Ihr wart ja dann beide oben auf dem Berg. Wenn Turtle Rock betretbar gewesen wäre, wärt ihr reingegangen? Ja, auf jeden Fall, aber erst nach den anderen Checks. Ja gut, das sehe ich auch voraus, aber zu dem Zeitpunkt hättet ihr Ice Palace noch nicht gehabt, Swamp nicht gehabt. Gott noch nicht gehabt. Das wäre dann offen gewesen, wärt ihr dann trotzdem TA rein, weil ihr dann da wart. Ja. Hätten wir dann, aber ja, gut. Kann ich auch verstehen. Es ist eine schwere Entscheidung. Der Seed hatte sehr viel Potenzial zu sagen, wer links, wer rechts. Der Spiegel auf dem Pilz hätte auch bei dir, Talane, wenn du es nicht gecheckt hättest, auch noch mal ein paar Sekunden länger gedauert eventuell. Hatte damit den Berg geöffnet, war sehr schnell oben. Keiner von euch beiden früh in Pott gewesen, auch erst recht spät. Also alles so Kleinigkeiten, wo ihr dann doch das Gleiche gezaubert hattet und dementsprechend war es knapp und die Frage nach dem Hookshot war einfach spielentscheidend. Wie meistens, wenn du auf einer sehr hohen Ebene, das muss man ja eben sagen, beide auf jeden Fall großen Respekt. Guckt auf jeden Fall mal gerne nach, wenn ihr möchtet, bei den Runnern etc. Das ist eine sehr starke Leistung und auch wenn man jetzt hier sagt, das ist über 10 Minuten Unterschied, eventuell knapp 7, 8 Minuten Unterschied wäre es gewesen. Das spiegelt den Seed nicht wieder, denn es ist diese eine Entscheidung, wo der eine einfach mehr Zeit verloren hat als der andere. Und da muss man einfach sagen, das gehört zum Wendo dazu und ich denke mal, ihr habt gezeigt, dass das trotzdem ein sehr starkes Spiel war und... wir sind auf jeden Fall gespannt. Morgen Abend, 19.15 Uhr, Spiel Nummer 2. Ich hau's nochmal ganz kurz mit den Links rein. Gerade angesprochen auf Discord, alles andere, alles weitere noch. Irgendwas wollte ich noch gesagt haben, was ich vergessen habe, Rahlen. Hilf auf die Sprünge, sonst sind wir hier gleich durch. Ich habe keine Ahnung, was du vergessen hast. Ich habe nur noch eine Sache, die ich sagen könnte. Ist nämlich die große Danksagung, die wir am Ende eigentlich immer tun. Also brauche ich da eigentlich auch gar nicht so viel sagen, denn die meisten kennen das eh. Danke an meinen Co-Kommentator, der mal wieder herrlich viel Blödsinn gelabert hat. Aber immer noch weniger als ich. Will ich nochmal GGs an die Runner. Danke, dass wir euch zeigen durften. Und ja, vor allem auch großes Dankeschön immer an unser Tracker, der hier im Hintergrund fleißig die Knöpfe gedrückt hat, damit ihr auch jederzeit sehen konntet, welcher Runner was gefunden hat. Das ist immer wieder Arbeit, die vielleicht nicht auf den ersten Blick ersichtlich ist, aber da sind wir immer sehr, sehr dankbar, wenn da Leute ihre Zeit investieren, um uns in der Hinsicht zu unterstützen. Ja, ansonsten, Teto, ich glaube, das war's von mir. Du darfst dann... Ja, Talane, also genau, ich wollte noch ganz kurz abschließend sagen, Best of Three spielen wir dementsprechend 1-0 für Talane, um das nochmal ganz kurz so abzurunden. Drakaris mit dem Rücken zur Wand, hat aber seine Wahl vorhin schon mal kurz kundgetan. Wir werden es auch nachher im Discord nochmal stehen haben, nachdem das auch nochmal submitted wird. Also da werden wir es nachher nochmal schwarz auf weiß sehen. Talane, ein Sieg noch für den Gewinn des vierten deutschen Turniers. Und wie sieht es mit SpongeBob aus, Talane? Wird es wirklich so sein, nie wieder SpongeBob? Ich muss los. Danke fürs Kommentieren, Tracken und GG nochmal, Drakaris. GG. Dann macht euch beiden los. Wir wünschen noch einen schönen Abend. Bis morgen. Und wir freuen uns auf ein Spiel Nummer 2. Ciao.